vielleicht auch Nicht-Muslime in unserer Runde, die sind ja auch immer herzlich willkommen bei uns. Und ja, ich möchte alle nochmal herzlichst begrüßen zu unserer zweiten Session. Wir haben ja eine Reihe begonnen mit dem Titel Im Schatten der Wirklichkeit. Und dieser zweite Teil heute beschäftigt sich in Scharna mit dem Thema Kolonialismus. Mehr dazu erfahren wir gleich. Zuerst wollte ich auf Evidence eingehen, für die, die uns nicht kennen, ein paar Worte dazu sagen. Es ist unser Logo eingeblendet. Wenn ihr euch das anschaut, da kann man eigentlich alles erklären, was wir eigentlich anbieten. Im Sinne von, es sind arabische Schriftzeichen zu erkennen. Al-Ulum, wenn man das liest oben, das ist sozusagen ein Schiff. Und Al-Ulum bildet so das Segel. Und drunter steht Al-Islami. Und darunter Evidence. Was wir uns dabei gedacht haben, spiegelt eigentlich das wider, was wir erreichen wollen mit unserem Verein. Letzten Endes ist es ein Schiff, das auf dem Meer segelt. Und das Meer ist übertragbar auf den Islam. Man weiß ja, dass gerade mal 5% wahrscheinlich, vielleicht sogar weniger, des Meeres erforscht ist. Und genauso sehen wir das auch im Islam. Der Islam oder die Islamwissenschaft ist ja so gigantisch, so riesig, man kann sich gar nicht ja, genug damit beschäftigen. Und das haben wir uns aber auf die Fahne geschrieben, dass wir Wissen vermitteln möchten. Nicht wir selber, wir organisieren das Ganze, indem wir Dozenten also Fachexperten aus den jeweiligen Disziplinen einladen, wie heute Abend auch. Und sie vermitteln dann Wissen, Islamwissen, islambezogenes Wissen und alles immer in deutscher Sprache und immer anhand von ja, authentischen Quellen. Das ist eigentlich so das Große und Ganze über uns, ob wir das jetzt in Form von Events machen, Livestreams wie jetzt zum Beispiel, Tagungen, Präsenzveranstaltungen, Bildungsreisen oder auch in Form von Büchern. Wir haben auch Fachbücher rausgegeben. Ja, das ist aber Sinn und Zweck unseres Vereins. Ganz wichtig auch, was ich auch erwähnen möchte, ist, dass wir unabhängig sind, ob es jetzt politisch oder sonst irgendwie. Wir sind absolut unabhängig. Das heißt aber auch, dass wir uns selbst finanzieren. Also durch Veranstaltungen reinvestieren wir das Geld dann an die nächsten Veranstaltungen. So, das sind ein paar Worte zu uns. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte zu unseren heutigen Gästen oder ja, Diskussionsteilnehmern sagen. Und dann übergebe ich auch direkt an unsere Moderatorin. Wir haben heute Abend eingeladen Bruder Kerim Ediboglu. Die meisten kennen ihn. Deshalb sage ich ganz kurz und knapp noch ein paar Worte zu seinem Werdegang. Er hat ja Sprachenübersetzungswissenschaften studiert, dann Magister in Islamkunde, allgemeine Religionswissenschaft, Soziologie, dann noch promoviert im Bereich mit dem Titel Islamisierung der Soziologie oder Soziologisierung des Islam. Also sehr interessante ein sehr interessantes Thema damit behandelt. Und er ist seit vielen, vielen Jahren tätig als Lehrbeauftragter oder als Dozent, unterrichtet also islambezogene Fächer in Wien. Und unser zweiter Referent ist Ferdi Suleiman. Viele kennen ihn auch. Und wer nicht, dann auch ein paar Worte da. Ich habe mir das notiert, damit ich hier nichts durcheinander bringe. Ferdi hat Pädagogik und Philosophie studiert und Fiqh wa Usul al-Fiqh, Master und Promotion auch im Bereich Islamic Studies an der Uni in Erlangen-Nürnberg und hat ein ganz interessantes Projekt noch geleitet mit dem Titel Die Normativität des Korans im Zeichen gesellschaftlichen Wandels. Sehr interessant. Und seit circa 2 Jahren ist er Lehrkraft für Religionswissenschaften mit dem Schwerpunkt islamische Theologie in Geschichte und Gegenwart an der Uni in Greifswald. Und unsere Moderatorin, die sind
sehr dankbar, dass du ja bei uns heute dabei bist und ja diesen Einsatz auch mitbringst, diese Bereitschaft, diese Aufgabe zu übernehmen. Vielen Dank, Linda. Linda, jetzt versuche ich es nochmal. Hyoki, ja, ist ein finnischer Name. Linda hat in Finnland studiert und später auch in Deutschland, ein Master auch in Sprachwissenschaften gemacht, promoviert im Bereich Kulturwissenschaft und ihre Forschungsarbeit behandelte antimuslimischer Rassismus, unter anderem Rassifizierung und beschäftigt sich auch mit dem Thema muslimische Konvertierte oder Konvertierungen. Aktuell ist sie als freie Beraterin tätig, für Forschungs- und also im Forschungs- und Politikbereich. Ob es jetzt national oder international ist, da ist sie auch schon viel rumgekommen, war in der Türkei, in Istanbul, in Amman und hat auch Publikationen zum Thema Islamophobie oder auch eine Handlungsempfehlung oder ein Guidebook für Behörden rausgegeben. Mit Maßnahmen gegen antimuslimischer Rassismus. Also auch sehr spannendes Thema und sehr aktuell vor allen Dingen. Gut, ich möchte es nicht, ja, so lange hinziehen, und übergebe jetzt an die Linda und wünsche allen sehr viel Spaß. Sehr schön, vielen Dank, liebe Schwester Zaura, für diese Einführung. Und als Moderatorin möchte ich nur ein paar Worte zuerst sagen, bevor wir loslegen mit den Vorträgen. Und zwar nur zum Ablauf erstmal, damit die Teilnehmenden Bescheid wissen. Genau, also wir werden zwei Vorträge haben. Die sind jeweils 20 Minuten lang. Und nach den Vorträgen haben wir dann die Fragen aus dem Publikum. Und ja, und jeder darf dann frei sprechen, ihre jeweilige Frage stellen und so weiter und auch aber kommentieren, wenn das so sein sollte. Allerdings möchte ich darauf noch aufmerksam machen, dass das hier natürlich ein islamischer Safe Space ist. Das heißt, wir haben hier einen gegenseitigen Respekt füreinander und handeln auch dementsprechend, sprechen miteinander respektvoll und lassen jeder seine Meinung und sozusagen seine Sichtweisen. Und ich glaube, das wird ja auch ganz toll klappen. Somit können wir dann eigentlich loslegen mit diesen interessanten Themen. Also wie gesagt, es geht heute um Kolonialismus und das ist natürlich für uns Muslime sehr wichtig als Thema, weil viele muslimische Länder von europäischen Mächten kolonialisiert worden sind und wir natürlich auch oft darüber sprechen, so wenn es um den Alltag geht und vor allem um die Vergangenheit, aber auch um die Zukunft, weil wenn Kolonialismus zwar sozusagen aufgehört hat, dann heißt es das nicht, dass das keine Konsequenzen heute gebe daraus, was damals politisch oder auch ökonomisch mit vielen der, sagen wir mal, muslimischen Länder gemacht wurde. Und das ist ja auch etwas ganz Interessantes. Farid wird dazu erstmal anfangen mit seinem Vortrag aus der Sicht des Kolonialherrschers. Und danach werden wir hören von Bruder Kerim aus der Sicht der Kolonialisierten. Und wie wir überhaupt mit diesem Thema als Muslime umgehen können. Also ich wünsche euch allen ganz viel Spaß und Bruder Farid, du kannst mit deinem Vortrag 20 Minuten anfangen. Genau, bis ja ungefähr 7:05. Dankeschön. Alles klar, vielen herzlichen Dank. Bismillahirrahmanirrahim. Vielen Dank auch nochmal insgesamt für die Einladung. Ich habe Folien vorbereitet, sieht man die? Genau, aber vielleicht kannst du auf diese Slideshow klicken, Ja. damit man sieht. Genau, richtig. Okay, Cool. alles klar. Gut, ja, es geht über Kolonialismus innerhalb von 20 Minuten. Das kann man natürlich jetzt nicht so viel behandeln. Ich versuche es kurz und knackig zu machen und so ein bisschen die Perspektive des Kolonialherrschers darzustellen. Also der Untertitel ist: Wie Kolonialisten Ausbeutung, Unterdrückung und Vernichtung rechtfertigen. Ich habe drei Punkte in diesem Vortrag. Die erste Frage ist, wer kolonisiert?
Die zweite Frage ist, wie wird im Kolonialismus die Eroberung und die Unterdrückung legitimiert, beziehungsweise auch im Neokolonialismus? Und zu dem Neokolonialismus komme ich dann im dritten Teil auch nur ganz kurz und knapp mit ein paar Bemerkungen. Vorab möchte ich nochmal auf diese Dokumentation hinweisen, auf die ich auch letztes Mal schon hingewiesen habe. Ich finde, sie ist das Beste, was es zu diesem Thema gibt. Sie hat auch hier und dort noch ihre Schwächen, aber ich finde sie also sehr, sehr gut und sehr sehenswert. Und die allermeisten, die jetzt hier durch das deutsche Schulsystem gegangen sind, die werden in der Regel über den Kolonialismus so gut wie gar nichts erfahren haben und werden sehr erstaunt sein, wenn sie sich mit diesem Thema nicht weiter beschäftigt haben, was da eigentlich alles passiert ist. Und diese Doku ist eigentlich auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt eines viel, viel größeren Themas. Die ist, glaube ich, dreimal eine Stunde lang oder 1,5 Stunden lang und natürlich dann auch thematisch begrenzt. Also zum Beispiel Lateinamerika, Nordamerika kommen überhaupt gar nicht vor in dieser Doku. Aber trotzdem, also auf jeden Fall anschauen, weiterempfehlen. Ja, das vorab. Gut, kommen wir zu der Frage, wer kolonisiert? Die ganz simple Antwort darauf ist, es sind Menschen. Also es ist schon mal eine ganz falsche Vorstellung, wenn man davon ausgeht, dass es nur bestimmte Menschen sein können, die kolonisieren. Es kann theoretisch jeder Mensch kolonisieren. Es müssen nur einfach die Bedingungen dafür passen, damit sich so ein koloniales Mindset entwickelt und es dann zu so etwas kommt wie im Kolonialismus. Man könnte nämlich zu dem Ergebnis kommen, dass vielleicht nur ganz bestimmte Menschen kolonialistisch tätig sein können, weil tatsächlich historisch gesehen faktisch nur europäische Mächte kolonisiert haben, mit ganz wenigen Ausnahmen. Ich nenne jetzt zum Beispiel mal Japan, aber das ist auch in einem viel geringeren Umfang. Das heißt, wenn man sich mit Kolonialismus auseinandersetzt, dann setzt man sich vor allem mit Europa auseinander. Aber man darf dann nicht in diese Illusion verfallen. Also es ist ja etwas, was uns ja nicht passieren kann, wenn man jetzt aus uns sagt, wir sind zum Beispiel aus der arabischen Welt oder in der islamischen Welt oder ähnliches. Uns betrifft es oder wir könnten ja nicht so handeln, sondern das sind die Europäer mit ihrem Christentum und so weiter und so fort. Das ist eine ganz falsche Perspektive darauf. Es ist auch im Koran so, wenn von Benu Israel gesprochen wird, zum Beispiel in Surat al-Baqarah, und wenn die sehr heftig auch kritisiert werden, dann wird das im Koran thematisiert, nicht weil Benu Israel irgendwie besonders schlecht waren oder unfromm, sondern weil sie Menschen waren und weil wir alle so handeln können, wie Benu Israel in manchen Situationen gehandelt haben. Und deswegen sollen wir da etwas für uns lernen und eben gerade nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen und sagen, die sind so böse und wir sind so gut. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich so, dass nur Europa oder fast nur Europa kolonisiert hat. Wir sehen hier mal eine Karte, also alle Bereiche der Welt waren eigentlich, oder fast alle Bereiche, das, was hier grün gezeichnet ist, war zum Beispiel direkt unter europäischer Kontrolle. Das, was lila gezeichnet ist, ist Europa selber, deswegen schon ausgeschlossen. Das Orangene ist das, was niemals kolonisiert worden ist von Europa. Da muss man wirklich suchen auf der Weltkarte, bis man das findet. Und was ist das Kolonialistische an dem ganzen Unternehmen? Also das liegt in erster Linie daran, dass man an die anderen nicht-europäischen Völker herangegangen ist mit dem Mindset, dass diese essentiell minderwertiger sind als die Europäer. Das heißt also, dass es auch eigentlich nur zwei Möglichkeiten gibt bei dem ganzen Unternehmen des Kolonialismus. Entweder assimilieren sich die Kolonisierten und bleiben aber dann immer auf einer unteren Stufe als schlechte Kopien eines Europäers. Oder aber sie werden ausgerottet. Und diese Entmenschlichung, Entwertung des anderen, das zieht sich strukturell durch die gesamten Bereiche des Lebens, durch das Politische, das Ökonomische, das Kulturelle, das Religiöse, Soziale. Und es gibt auch feste Institutionen, die diese Entwertung stabilisieren, die Legitimation für Ausbeutung immer wieder reproduzieren. Und so ist es ein ganzes System, das dann irgendwann mal weltumspannend geworden ist. Und da komme ich gleich zu dem Punkt, warum gibt es nicht auch nicht europäische Kolonialisten? Also zum Beispiel
Die frühen Muslime im 7. Jahrhundert, die haben sich doch sehr schnell, der Islam hat sich sehr schnell ausgebreitet, von China eigentlich bis Spanien oder vielleicht sogar bis Frankreich hoch, in wenigen Jahrzehnten nach dem Tod des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Und könnte man nicht sagen, das waren auch Kolonialisten, wie es auch tatsächlich manche Leute machen. Die Frage ist eigentlich relativ schnell beantwortet. Nein, die kann man nicht als Kolonialisten bezeichnen, auch die Römer, die Griechen in der Antike und so weiter und so fort, auch die haben erobert und unterworfen, aber auch die kann man nicht als Kolonialisten bezeichnen. Aber ich möchte mal es bei den Arabern belassen. Auf ein paar Argumente eingehen, warum die keine Kolonialisten sind. Erstens, bei diesen Eroberungszügen der Araber oder der frühen Muslime war es so, dass viele Ortsansässige die Muslime in ihren Feldzügen unterstützt haben. Also es gibt drei Fragen, die sich die Geschichtswissenschaft immer wieder gestellt hat. Die lauten, wie konnte es sein, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam innerhalb von nur 23 Jahren die ganze arabische Halbinsel zum Islam gebracht hat? Wie konnte das in dieser kleinen Zeitspanne passieren? Die zweite Frage ist, wie konnte es sein, dass nach dem Tod des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam der Islam sich so schnell ausgebreitet hat oder die Muslime sich so schnell ausgebreitet haben? Und das dritte ist, wie konnte es sein, dass die Muslime so es geschafft haben, ein so großes Reich zu konsolidieren und daraus eine sehr fruchtbare Zivilisation zu machen, die über viele, viele Jahrhunderte gehalten hat, so eigentlich vielleicht zum Untergang des Osmanischen Reichs, könnte man sagen. Wie ist das passiert? Und zu der zweiten Frage, also wie konnte es sein, dass die Muslime sich so schnell ausbreiten? Das hat viel damit zu tun, dass im Byzantinischen Reich, im Sassanidischen Reich, es Gruppen gab, die von den Sassaniden bzw. von den Byzantinern unterdrückt worden sind. Und als die Muslime kamen, wurden die vielfach mehr als Befreier gesehen, als neue Unterdrücker. Und deswegen gab es sehr viele Gruppen, vor allem auch christliche Gruppen zum Beispiel, die sich dann den Muslimen angeschlossen haben und sie unterstützt haben. Das zweite ist, dass die Verwaltung, die Wirtschaft und die Religion in den eroberten Gebieten intakt gelassen worden sind. Ich habe hier meine Aussage von einem irakischen Mönch namens Johannes Bar Penkaye, der schreibt 680. Jetzt muss ich hier das wegtun, weil jetzt sehe ich das selber nicht. Der schreibt, von jeder Person verlangen sie, also die Muslime, Tributzahlungen. Sodann kann sie, also die Person, in der Religion bleiben, die sie für sich wählt. Das heißt also, die Leute wurden eigentlich belassen, die konnten genau das machen, was sie weiter vorher auch gemacht haben, mussten nur eine Sondersteuer zahlen, die es aber vorher auch schon gegeben hat und die war bei den Muslimen viel geringer als bei den Byzantinern und Sassaniden. Deswegen war das auch nochmal ein Anreiz für die bestehende Bevölkerung, die Muslime gut zu heißen. Es gibt auch einen Artikel von David Wasserstein, einem jüdischen Historiker. Der hat einen Artikel geschrieben mit dem Artikel How Islam Saved the Jews, findet man, wenn man es googelt. Da geht es darum, dass das Judentum im Byzanz und in unter den Sassaniden so stark dezimiert worden ist, sich teilweise auch assimiliert hat an die bestehenden Verhältnisse, dass es sehr gut möglich wäre, dass es gar kein Judentum mehr gegeben hätte nach wenigen Jahrhunderten, wenn nicht die Muslime gekommen wären und die Juden dort eine neue Blüte für sich erfahren haben. Das ist ein ganz interessanter Artikel auch für heutige Diskussionen immer mit Bezug auf Islam und die Juden. Gut, und das Dritte ist, dass die eroberten Bevölkerungen politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, kulturell nicht nur integriert worden sind, sondern aktiv mitgearbeitet haben an der islamischen Zivilisation. Ich kann hier einmal auf die Shorobia-Kontroverse eingehen. Das lasse ich jetzt mal aus Zeitgründen, ich wollte sie einfach nur mal genannt haben. Und wenn wir so wohlklingende Namen der islamischen Gelehrsamkeit uns anschauen, wie Muqatil ibn Sulaiman, Ishaq ibn Jurayj und viele andere bis Al-Jahid, es waren Leute, die abgestammt sind von Nicht-Arabern, die kurz vorher erobert worden sind, in Regionen gelebt haben, die kurz vorher erobert worden sind und sehr schnell zu sehr bekannten intellektuellen Persönlichkeiten geworden sind. Ich gebe mal das Beispiel Al-Jahid, der ist ein Nachkomme von ostafrikanischen Sklaven gewesen und der hat über Jahrhunderte Maßstäbe geprägt für die arabische Literaturwissenschaft. Das heißt also, das war überhaupt nicht so, wie man das aus dem Kolonialismus kennt, als zum Beispiel Afrika kolonisiert worden ist. Es ist einfach undenkbar, dass irgendein Afrikaner dann
auch egal wie gelehrt er ist, egal wie intelligent er ist, dass der dann zum Beispiel zu der französischen Zivilisation irgendwas auf Augenhöhe beiträgt oder sogar vielleicht selbst die Franzosen noch übertrifft. Während das hier finden wir das reihenweise, dass nicht-arabische Gelehrte in die höchsten Ränge gekommen sind und aktiv an der am Verstehen des Islams und an der islamischen Zivilisation mitgearbeitet haben. Gut, jetzt komme ich zu vier Paradigmen, die den Kolonialismus legitimiert haben. Die sind in ihrer zeitlichen Reihenfolge so, dass es erstmal ein christliches Paradigma gab. Das wurde ersetzt durch ein biologistisches Paradigma, dann durch ein kulturalistisches Paradigma und dann durch ein liberalistisches Paradigma. Die werde ich jetzt ganz kurz und knapp abhandeln. Also vor 500 Jahren, also ungefähr 1492, setzt man den Beginn des Kolonialismus an. Und er geht bis heute eigentlich fort, wobei er sich, der Westen auch immer schwächer geworden ist, jetzt vor allem in den letzten Jahrzehnten. Aber 1492 beginnt es eben. Und da war eben das christliche Paradigma sehr wirksam. Ich gebe hier nur ein Beispiel. Als die Spanier zu den Indios nach Lateinamerika gekommen sind, da haben sie ihnen auf Spanisch den Indios vorgelesen. Ich lese mal hier das Fettgedruckte. Ich, und dann muss halt der Name der das jetzt gerade vorliest, sein Diener, Bruder und Kapitän, verkünde euch und tue euch zu wissen, so gut ich kann, dass Gott, unser Herr, der eine und ewige Himmel und Erde und einen Mann und eine Frau erschaffen hat, deren Söhne und Nachkommen wir und alle Menschen der Welt waren und sind und alle sein werden, die nach uns kommen. Über alle diese Völker gab der Herr, unser Gott, einem, der St. Petrus genannt wurde, das Amt, der Herr und Vorgesetzte aller Menschen in der Welt zu sein, dem alle gehorchen sollten, der das Haupt des ganzen Menschengeschlechtes sein sollte, wo immer die Menschen lebten und wären, und er gab ihm die Welt als sein Reich und seine Gerichtsbarkeit. Genau, also diesen St. Petrus, dem wurde sozusagen die Weltherrschaft gegeben, und das hat sich übertragen auf den Papst, den Stellvertreter von ihm. Und am Schluss heißt es dann, diese Verlautbarung wird dann eben gesagt, also entweder ihr nehmt es an, dass der Papst euer Herrscher ist, weil er eben die ganze Welt beherrscht, oder aber wir werden eure Frauen und Kinder zu Sklaven machen und wir werden euch töten und wir werden euch verfolgen und an allen Tötungen, an allen Schäden, die euch betreffen, seid ihr alle dann selber schuld, weil ihr das eben nicht anerkannt habt. Das ist also das christlicher Versuch, die Unterwerfung der Indios und die Ausrottung der Indios in Lateinamerika zu rechtfertigen. Das ist allerdings auch auf Gegenstimmen in Europa gestoßen, weil es nämlich vor allem in der Zeit von Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert kam die Idee auf, dass es so etwas wie ein Naturrecht gibt. Das heißt, dass jeder Mensch von Natur aus bestimmte Rechte hat, die man ihm nicht nehmen darf. Und da gab es dann auch eine Aussage von einem Papst, ich glaube Innozenz der IX. War das. Der hat dann eben gesagt, naja gut, okay, mit den Indios dürfen wir es doch nicht so ganz so machen, wie wir uns das vorgestellt haben, sondern die haben eben auch Rechte und wir dürfen die nicht einfach überfallen. Aber da hat man dann nach Möglichkeiten gesucht, um da wieder rauszukommen. Und da hat man dann eben gesagt, okay, wenn die Menschen gegen Dinge verstoßen, die nach dem Naturrecht, also die jede Vernunft einsehen würde, dass das falsch ist, also wenn die Menschen gegen Gebote verstoßen, die nach jeglicher Vernunft gegen die man nicht verstoßen darf, dann darf man die doch unterwerfen und ausbeuten und so weiter und so fort. Dann haben die sozusagen ihre Rechte von der Natur verwirkt. Dazu gehört zum Beispiel nackt oder halbnackt so rumzulaufen, Arbeit zu verweigern, Menschen zu opfern, Kannibalismus und so weiter und so fort. Und da kommen ja auch diese viele Stereotypen oder Geschichten, dass die Indios kannibalistisch gewesen wären oder Menschenopferungen gemacht haben. Das kann auch teilweise stimmen sogar, aber es ist natürlich letztlich nur aufgebracht worden, um einen Grund zu haben, diese Menschen auszubeuten und teilweise eben oder vielfach auch zu vernichten. Da gibt es eine ganz interessante Debatte, die zeigt, dass es auch Gegenstimmen in diesem Diskurs gegeben hat. Also da gibt es einen Sepulveda, ist gestorben 1573, der hat sich sehr dafür eingesetzt, dass man die Indios eben ausbeutet und auch ausrottet. Es ist auch so weit gegangen, dass die keine Seele haben und dass die keine wirklichen Menschen sind und so weiter und so fort. Und er hat mit der Bibel argumentiert. Und auf der anderen Seite gab es einen Bartolomé de las Casas,
der ebenfalls mit der Bibel argumentiert hat, dass man die Indus nicht ausrotten darf und dass die Indus sich wehren dürfen und dass das keine christliche Haltung ist und so weiter. Also es gibt, das ist kein einheitlicher Strom, sondern da gibt es auch innerhalb des Europas eben Gegenbewegungen, aber die haben sich hier überhaupt nicht durchgesetzt. Also De las Casas wurde, also wir wissen, wie das mit Lateinamerika weitergegangen ist, das hat sich nicht durchgesetzt. Dann gibt es, nachdem Europa sich selber ein bisschen ja säkularisiert hat und das Christentum nicht mehr so die starke Instanz war und man auch nicht mehr so wirklich überzeugt war von der Wahrheit der Evangelien, kam es dann eben zu einem Wechsel, wobei das christliche Paradigma auch bis heute noch wirksam sein kann. Aber jetzt zum Mainstream wurde dann ein biologistisches oder rassistisches Paradigma. Das wurde sehr gut analysiert von Franz Fanon, einem Theoretiker zum Kolonialismus und jemand, der sich sehr gegen den Kolonialismus gewendet hat und in Algerien sehr aktiv war, auch als Psychiater dort aktiv war. Der hat ein einflussreiches Buch geschrieben, Die Verdammten dieser Erde. Und da habe ich jetzt etwas rausgezogen aus diesem Buch. Ich meine, das ist sehr aufschlussreich. Und zwar heißt es hier an einer Stelle von Franz Fanon, der eben den französischen biologistisch-rassistischen Ausführungen hier darstellt. Diese Ausführungen sollen eben begründen, warum man zum Beispiel Afrika, warum man die Afrikaner eben halt unterdrücken darf, warum man die ausrauben darf, warum man die Zwangsarbeit verpflichten darf und so weiter und so fort. Da heißt es jetzt bei Franz Fanon, wir benutzen hier die wichtigsten Arbeiten der psychiatrischen Schule von Algier über diese Frage. Die Ergebnisse 20-jähriger Forschungen, wir erinnern noch einmal daran, waren Gegenstand von meisterhaften Vorlesungen am Lehrstuhl für Psychiatrie. Auf diese Weise mussten die in Algier approbierten Ärzte hören und lernen, dass der Algerier ein geborener Verbrecher sei. Ich erinnere mich sogar an einen von uns, der diese eingepaukten Theorien ernsthaft vertrat und noch hinzufügt, das ist schwer zu verkraften, aber es ist wissenschaftlich bewiesen. Also die französische Forschung, die zu dem Ergebnis kommt, dass der Algerier ein geborener Verbrecher ist, die wird eben auch jetzt in Algerien gelehrt und das hören jetzt Algerier selber. Und weil es eben so einem wissenschaftlichen Duktus vorgetragen wird, glauben oder fangen manche Algerier selber an zu glauben, dass sie geborene Verbrecher sind, weil es ist ja wissenschaftlich bewiesen. Wie erklärt sich die Schule von Algier diese Anomalie? Sich töten, also Anomalie wurde vorher beschrieben, das ist nicht so wichtig. Sich töten, sagt sie, heißt gewöhnlich auf sich selbst zurückkommen, sich selbst betrachten, eine Introspektion vornehmen. Der Algerier aber sträubt sich gegen das Innenleben. Der Nordafrikaner kennt kein Innenleben. Er entledigt sich seiner Sorgen, indem er sich auf seine Umgebung stürzt. Er analysiert nicht. Wenn die Melancholie per Definition eine Krankheit des moralischen Bewusstseins ist, können beim Algerier natürlich nur Pseudomelancholien entstehen, da ja die Dürftigkeit seines Bewusstseins wie auch die Brüchigkeit seines moralischen Sinnes bekannt sind. Diese Unfähigkeit, eine Situation zu analysieren, ein geistiges Panorama zu erschaffen, wird verständlich, wenn man sich auf die zwei Kausalitätsreihen bezieht, die von den französischen Autoren angeboten werden. Zunächst, was die intellektuellen Fähigkeiten angeht, der Algerier ist geistig debil. Um diese Tatsache richtig zu verstehen, muss man sich die Diagnostik der Schule von Algier vor Augen führen. Der Eingeborene, heißt es hier, weist folgende Merkmale auf. Kein oder fast kein Gefühlsleben, äußerst gleichgültig und beeinflussbar, zähe Verbohrtheit, geistige Infantilität ohne die Wissbegierde des westlichen Kindes, hysterische Erscheinungen und Reaktionen. Der Algerier sieht nicht das Ganze. Die Fragen, die er sich stellt, betreffen immer die Details und schließen jede Synthese aus. Er ist ein Haarspalter, klebt an den Gegenständen, verliert sich ins Detail, ist unzugänglich für die Idee, sträubt sich gegen Begriffe. Der sprachliche Ausdruck ist auf ein Minimum beschränkt. Seine Bewegungen sind immer impulsiv und aggressiv, unfähig, das Detail vom Ganzen her zu verstehen. Verabsolutiert er das einzelne Element und nimmt den Teil für das Ganze. Deshalb hat er auch totale Reaktionen gegenüber Partialreizen, gegenüber Lappalien wie einem Feigenbaum, einer Geste, einem Schaf auf seinem Boden. Die angeborene Aggressivität sucht sich Wege, begnügt sich mit dem kleinsten Vorwand. Es ist Aggressivität in reinster Form. Wenn die deskriptive Arbeit geleistet ist, geht die Schule von Algier zur Explikation über. Auf dem Psychiatrischen Neurologischen Kongress 1935 in Brüssel legte Professor Porot die wissenschaftlichen Grundlagen seiner Theorie dar.
Bezug nehmend auf den Bericht von Baruch über die Hysterie wies er darauf hin, dass der nordafrikanische Eingeborene, dessen höhere Aktivitäten wenig entwickelt sind, ein primitives Wesen ist, dessen vorwiegend vegetatives und instinktives Leben vor allem vom Zwischenhirn reguliert wird. Also diese Theorie besagt sozusagen, dass der Algerier einfach noch nicht so entwickelt ist, dass sein Hirn auch noch nicht so weit entwickelt ist, dass er wirklich denken kann. Der ist eigentlich mehr wie ein Kind. Und das macht es natürlich nötig, dass die höher entwickelten Rassen ihn dann sozusagen an der Hand führen und ihm helfen und so weiter und so fort. Natürlich letztlich haben sie ihm dann nicht geholfen, sondern ihn umgebracht und ausgebeutet, wie man dann am französischen Kolonialismus zwischen 1820 ungefähr hat er begonnen, bis 1963, glaube ich, war die Unabhängigkeit Algeriens, dass da ein Drittel der Algerier umgebracht worden sind, dass da Konzentrationslager gegeben hat, dass man ja also auf die verschiedensten Arten und Weisen die Algerien ausgebeutet hat. Und zwar mit so einer Begründung hier, also Mitte oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Gut, aber kannst du, Farid, in zwei Minuten Schluss machen? Danke. Ja. Okay. Dieses kulturalistische Paradigma, das war dann irgendwann nicht mehr in, weil man also nicht mehr darum sprechen konnte, okay, der ist aus biologistischen Gründen sind die anderen zurückgebildet. Dann hat man die Kultur entdeckt. Und das gibt's natürlich auch schon vorher, aber jetzt kommt die wirklich auf, indem man dann sagt, okay, die sind einfach von ihrer Kultur her nicht fähig zu denken, sich zivilisiert zu verhalten und so weiter und so fort. Und deswegen dürfen die erobert werden von den zivilisierteren Kulturen. Da habe ich einen Ausschnitt von Silvio Vetta, der, ich lese jetzt gar nicht vor, sondern ganz kurz und knapp sagt, das ist von 2016, also ziemlich neu, das ist ein Professor an der Universität Hildesheim gewesen. Und der sagt eben hier kurz und knapp, dass eigentlich die Muslime nicht fähig sind, wirklich rational zu sein, selbstkritisch zu sein. Das liegt auch im Koran. Den zitiert er hier am Ende dieses Absatz. Der Koran sagt, dies ist die Schrift, an der nicht zu zweifeln ist. Also der Muslim darf eigentlich schon vom Koran her selbst nicht zweifeln. Das ist traditionell und kulturell bei ihm so stark verwurzelt, dass eben der Muslim nicht selbst denken kann. Und da bringt er dann auch eine Geschichte auf von Omar, der angeblich die Bibliothek in Alexandria zerstört haben soll, weil er eben gesagt hat, naja, diese ganzen Bücher da in Alexandria, die brauchen wir alle gar nicht. Wir haben ja unseren Koran, das reicht vollkommen für uns aus. Und das bringt er dann eine Verbindung zu dem Islamischen Staat oder sogenannten Islamischen Staat, der hier so viel Unheil angestiftet hat. Aber letztlich, also es ist natürlich hanebüchen, was er hier schreibt und auch nur sozusagen als Nachtrag, also diese Geschichte, dass Omar die Bibliothek von Alexandria zerstört haben soll, 641, die ist erfunden, die ist nie passiert, aber Silvio Vetta, der sich selber sozusagen als der große Denker und Rationalist und der mit allem gegenüber skeptisch ist und so weiter und so fort, scheint es nicht zu wissen und macht hier also eine rote Linie zwischen Omar vor 1400 Jahren und zum IS von heute, um dann eben zu sagen, das ist einfach kulturell bedingt, das hat Tradition im Islam. Und dann kann man natürlich solche Kriege rechtfertigen wie den Irak, wie Afghanistan und so weiter und so fort. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz, eine halbe Minute noch. Da kommen wir nämlich zu den Legitimationsstrategien, die heute besonders wirksam sind. Das wäre dann das liberalistische Paradigma, wo es dann eben um Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte, LGBTQ-Rechte geht und so weiter und so fort, weil nämlich das kulturalistische auch anrüchig geworden ist und man eben nicht mehr so Kulturen essentialisieren möchte, sagt man ja, gut, okay, wir haben jetzt eben die Staaten, die Freiheit fördern, Demokratie fördern, Menschenrechte fördern, Frauenrechte fördern und wir haben diejenigen, die sich dagegen wenden und wir müssen aktiv dafür einstehen, dass möglichst diese universalen Rechte weltweit gelten und das legitimiert uns, dass wir eben dann in andere Länder einfallen können. Ganz kurz und knapp zu diesen Legitimationsstrategien. Die 20 Minuten sind jetzt wahrscheinlich schon vorbei. Deswegen belasse ich es auch dabei und komme auch gar nicht mehr zu dem letzten Punkt, den ich aber dann in der Diskussion einfach auch nochmal aufbringen kann, nämlich diese Worte zum Neokolonialismus. Die lasse ich dann jetzt einfach noch kurz weg. Genau. Okay. Genau.
Sehr schön. Vielen Dank, Bruder Farid, für diesen tollen Vortrag. Und da ist tatsächlich sehr viel Information, obwohl das nur 20 Minuten waren, die zur Verfügung standen, sozusagen. Aber ich bin ja gespannt. Also ich freue mich schon auf die Fragen und die Kommentare aus dem Publikum. Und vor allem diese unterschiedlichen Legitimationsstrategien finde ich sehr gut hier vorzutragen, weil es sehr wichtig ist, auch ein bisschen darüber nachzudenken, wie sie alle aber auch zusammenhängen, weil sie sind ja nicht irgendwie in einem Vakuum, sondern sie hängen auch zusammen. Und man sieht das auch bei der liberalistischen Legitimationsstrategie, die alle anderen irgendwie schon mitspielen. Und es ist da tatsächlich wie so eine, ja, Chronologie und alles hat sich so aufeinander aufgebaut. Aber jetzt hören wir erstmal den Bruder Kering zu und er gibt uns jetzt eine ganz andere Perspektive, und zwar ja aus der Sicht des Kolonialisierten, aus der Sicht derjenigen, die kolonisiert geworden sind. Und ja, Bruder Kering, du hast genauso 20 Minuten Zeit, bitteschön. Herzlichen Dank. Ja, als Kolonialisierter kriegt man aber ein bisschen weniger Zeit als ein Kolonialherr. Muss ich mich mit unter 20 Minuten natürlich begnügen. Interessant, dass ihr mich dafür gewählt habt als Beispiel. Gut, Spaß beiseite. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Herzlichen Dank an die Organisatoren, an die Moderatorin für das, ja, für die Einrichtung dieses Raumes und vielen Dank an Bruder Farid, der mir schon viel Arbeit abgenommen hat, hat die ganzen Grundlagen erklärt. Da kann ich dann wenig hinzufügen. Das sind alles sehr, sehr wichtige Sachen. Ganz tolle Zitate und darüber zu diskutieren ist spannend und natürlich ein unendlicher Prozess. Ich schau mal, ob ich das mit den 20 Minuten hinkriege. Die Präsentation dauert eventuell ein bisschen länger und dann klammere ich das aus und wir können das in der Fragerunde das eine oder andere nochmal ansprechen. Einiges sind bei mir nur Bilder. Relativ wenig Inhalt dann. Und damit möchte ich starten. So hauptsächlich geht es um zwei Punkte. Es geht also kurz um eine Erinnerung natürlich an den Kolonialismus, aber hauptsächlich um die Frage, warum wir den Kolonialismus nicht spüren, nicht wahrnehmen. Immer im Nachhinein wundern wir uns und sagen, haben die damals echt gesagt? Und das ist das Traurige an Geschichte natürlich. Warum lernt der Mensch nicht aus Geschichte? Weil er vergisst, dass die Menschen natürlich früher in anderen Umständen gelebt haben. Und man kann sich dann immer schnell zurückziehen. So würde ich mal sagen, auch der berühmte rechtslastige Familienvater sitzt dann auch so dort und sagt, schaut mal, früher haben die Menschen die anderen versklavt und die Enkel sitzen jetzt um ihn herum und sagen, du hast mich echt versklavt. Unglaublich, ja, weil die hatten früher noch keine Menschenrechte, echt. Und so weiter, immer die Zeit früher, ganz anders, da waren die Leute primitiv und jetzt sind wir aufgeklärt, ja. Und in der Aufklärung selbst haben wir ja auch diesen Prozess. 1789 geht das richtig los oder 1750 schon die Vordenker. Und die dachten damals auch, dass sie richtig aufgeklärt waren. Dann haben sie aber zur Guillotine gegriffen und die Menschen umgebracht, die eine andere Meinung hatten. Und das arbeiten wir jetzt auf. Ja, immer im Nachhinein sind wir klug. Und immer im Nachhinein sagen wir übrigens, finden wir, dass die Indianer natürlich auch Rechte haben. Ich bin ein ganz kluger, ich bin sehr offen. Und übrigens sind mir die Indianer, muss ich ganz offen sagen, viel, viel sympathischer als die Cowboys. Schon allein diese Indianer, Mützen und mit den Federn, ganz, ganz klasse. Und diese Naturverbundenheit. Ich verstehe gar nicht, warum man die früher ausgerottet hat. Aber die Frage ist, warum machst du heutzutage etwas, worüber dann in 100 Jahren die Leute sagen werden, unglaublich, wieso haben die Menschen es zugelassen? Ja, das ist natürlich das Traurige, was wir gerade immer erleben. Man versucht auf der richtigen Seite zu stehen und vielleicht stehen wir dann genau dann auf der falschen Seite. Jo, vielleicht noch kurzer Hinweis auf diejenigen, die noch Mikro anhaben, wenn ihr die vielleicht kurz Mikros abschaltet wegen Hintergrundgeräuschen. Die Bilder, die uns kommen, sind ja beim Kolonialismus die berühmten Tropenhelme. Ja, hier habe ich nochmal kein Bild mit Tropenhelm. Ich wollte irgendwie nur freie Bilder suchen. Aber so ein bisschen zur Einstimmung. Wir kennen dieses goldene Zeitalter des Kolonialismus. Wir kennen natürlich auch Filme, die so, jetzt bin ich gerade irgendwo entmutet worden.
unmuted und gemutet worden. Jetzt fange ich nochmal an. Das goldene Zeitalter des Kolonialismus kennen wir ja aus Bildern und irgendwie hat es eine Faszination. Und es kommt ja nicht immer nur mit brutaler Gewalt. Gerade so im Britischen Reich geht es ja mit ganz anderen Mitteln. Also nicht immer nur mit der Entmenschlichung, sondern ganz mit ganz indirekten Methoden wieder mal einen Unterschied zu schaffen und zu legitimieren, warum wir herrschen. Ja? Hier noch ein paar Bilder aus den Niederlanden, hat es ja länger gedauert, aber so richtig die koloniale Durchdringung ist auch eher eine Sache des 19. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. So lang kann man dieses Kolonialreich dann auch nicht mehr sehen. Alles beginnt auch mit den Möglichkeiten, mit den technischen Mitteln, die man erst so richtig ab 1800 zur Verfügung hat. Gut, mal ein bisschen was ganz Allgemeines. Ich versuche es sehr, sehr allgemein zu fassen und mich zu fragen, wieso kommt es eigentlich dazu? Was ist eigentlich Kolonialismus? Was ist eigentlich letztendlich Macht? Und ähnlich wie Bruder Farid ja auch gesagt hat, keiner ist davor gefeit. Wenn wir erstmal mit den menschlichen Grundlagen anschauen, merken wir, das geht eigentlich jeden an. Jeder, der in dieser Situation ist, wird wahrscheinlich ähnlich handeln oder handeln können. Und da muss man dann schauen, ob man dann doch auf der richtigen Seite steht. Macht geht nicht. Es geht nicht ohne Macht. Es geht wahrscheinlich auch nicht in der Gesellschaft ohne eine Machtgliederung. Es gibt Leute, die sich besser auskennen, weniger auskennen. Also gehört dazu, dass die einen vielleicht doch mehr Entscheidungsbefugnis haben als die anderen. In den heutigen Demokratien ist es auch nicht anders. Allerdings hat man es da geschafft, es schöner zu verkaufen, so dass es einem weniger auffällt, aber immer nur natürlich in den Frühreichen immer nur. Unglaublich, wieso sie die Menschen ausgeschlossen haben. Heute sind doch alle gleich. Ja, gibt aber andere Tricks, wie man letztendlich wieder an der Macht bleibt. Zwei Punkte, die den Menschen insgesamt betreffen, sind das fettgedruckte Ihr, die knappen Ressourcen und die Suche nach Anerkennung. Und zwischen beiden ist eine Systematik. Wenn man das auf den Menschen bezieht und auf das Menschenbild, könnte man sagen, die große Herausforderung aller Menschenbilder ist es, dass wir ein ausgewogenes Menschenbild suchen. Das sagt natürlich jede Religion, jede Ideologie, jede Weltanschauung. Ja, wir sind ja ausgewogen und die anderen sind natürlich immer extrem, dem einen oder anderen. Wir wollen den Menschen nicht zu groß machen und ihn aber auch nicht zu klein machen. Beides führt zum Unglück, sondern wir wollen den Menschen so verstehen, wie er ist. Und der Mensch ist hin und her gerissen zwischen, wenn wir hier sozusagen seine Linie gefunden hätten, wir haben sie vielleicht nicht, aber wir nehmen es mal an, hier macht er sich zu groß, hier macht er sich zu klein. Ja? Der Mensch ist erstmal von einer Furcht bestimmt. Das ist durchaus eine anthropologische Herausforderung, eine Grundlage. Du hast Furcht. Du glaubst, die Sachen sind nicht gerade reichlich für alle, knapp. Und deswegen muss ich schauen, dass ich den anderen, den Gegner, den von der anderen Gruppe fernhalte, mich gegen ihn wehre. Und dann entstehen Städte und entstehen Mauern und Militär. Und viele Soziologen, Anthropologen bleiben hier stehen und sagen, das ist halt so, das ist halt eine Grundlage. Genau, und deswegen müssen wir schauen, wie wir da einigermaßen gerecht einen Ausgleich hinbringen. Jetzt haben wir verschiedene politische Systeme und die sollen halt auf dem freien Markt unter bestimmten Spielregeln konkurrieren. Das sei so die große Lösung. Das Problem ist, als Muslime kommen wir ja mit anderen Dimensionen, die in diesen Wissenschaften völlig ausgeklammert werden. Wir sagen, da habt ihr einen vergessen. Da gibt es einen da im Hintergrund, der zieht ein bisschen die Fäden, der Schetan wirkt auf uns, indem er uns besonders auch einredet, dass alles knapp ist. Denkt an die Ayah im Koran, der Schetan, ya'idukumul faqr, weiß ich gar nicht mehr, verspricht Ihnen oder euch, gemeint ist der Mensch, Armut, aber Allah verspricht Reichtum und Verzeihung, so ungefähr geht es dann weiter. Ne? Kann ich mal gar nicht richtig zitieren. Also, der Schetan forciert das Ganze noch. Er sagt, übrigens ist es viel zu wenig für uns alle da. Und so viel in der Menschheitsgeschichte kann man an diesem Punkt festmachen. Ja, weißt du, ich würde ja gern mit den anderen teilen, aber weißt du, ganz gefährlich und dann ist nicht mehr für uns alle da. Und das geht in jedem Jahrhundert anders. In der heutigen Zeit geht es los mit dieser Panik vor Geburtenwachstum und es ist ohnehin für uns nicht alle da. Die Weltbevölkerung ist mit 6 Milliarden zu viel oder mit 8 Milliarden. Interessanterweise immer in den Dritte Weltländern schrecklich. Kongo hat 100 Millionen. Was? Kongo hat 100 Millionen? Das ist ganz schön viel. Okay? Ein Fünftel von Kongo oder ein Zehntel von Kongo entspricht dem ehemaligen Kolonialmacht, der ehemaligen Kolonialmacht Belgien und zählt mal dort die Einwohner. Also hätte man die gleiche Bevölkerungsdichte wie
in Holland, in Belgien, in Deutschland, in der dritten Welt. Da würden im Kongo 500 Millionen reinpassen und Indien könntet ihr 4 bis 5 Milliarden unterbringen. Nein, bei uns Bevölkerungsdichte ist natürlich erlaubt, bei denen ist nicht erlaubt. Also man spürt es überall. Diese Angst vor dem Versagen und vor dem Zusammenbruch ist durchaus menschlich und der Shaitan bringt uns jetzt dazu, dass er sagt, und wenn du nicht als Erster zum Kuchen greifst, die anderen, die sind ja ohnehin deine Feinde und du kennst sie doch, die greifen doch immer als Erstes zu und deswegen greifst du als Erster zu. Lustigerweise sieht das der andere und sagt, das stimmt ja, was der Shaitan gesagt hat, die anderen greifen immer zuerst zu. Das alte Spiel und das betrifft uns alle. Ja, und der Koran, wie Fadid ja gerade behandelt hat, die Leute behaupten, er würde einen nicht zum Nachdenken bringen, bringt uns genau dazu zum Nachdenken, wo unsere eigenen Grenzen sind. Auf der Gegenseite, neben der Angst vor dem Verfall, Verlust, die anderen erobern meine Gebiete, die nehmen mir alles weg, ist dann aber interessanterweise beim Menschen der Punkt, den auch wieder viele ausklammern, wenn es dem Menschen gut geht, dann kennt er keine Grenzen mehr. Der zweite Punkt ist derjenige, den der Marxismus, behaupte ich mal pauschal, überhaupt nicht verstanden hat. Der Marxismus sagt, wenn wir dann alle genug haben, dann ist das Spiel aus. Da würden wir sagen, Karl, da wird es erst spannend, Karl, wenn wir erstmal richtig schön verteilt haben, dann wirst du sehen, was sich dann mit dem Menschen, was mit dem Menschen passiert. Und jetzt wieder mal, wenn wir schon hier anfangen, einen Rückbezug zu uns zu machen und zu unserer Selbstkritik, wir wollen als Muslime immer den Innenaspekt und die Tazkiyat an-Nafs einbeziehen, auch wenn die Leute sagen, das ist keine Wissenschaft, das gehört aber für mich dazu. Können die Leute sagen, was sie wollen. Wir fragen uns, machen wir das auch? Nö, ich nicht, wallahi. Gut. Schaut es zunächst mal an, wenn ihr vor diesen Situationen eurem Leben steht. Arbeitsplatz wechseln. Wenn ich da erstmal drin bin, das wäre der Traum, wenn ich da bin. Ich bin bereit, da ganz, ganz unten zu sein. Ich bin ganz bereit, in diesem wunderbaren großen Betrieb die kleinste Stelle zu haben. Ich bin auch bereit, Überstunden zu machen und ich bin auch bereit, ein bisschen weniger Gehalt als die anderen zu akzeptieren, solange ich da nur drin bin in diesem, nenn es jetzt Ministerium, nenn es Universität, nenn es große Businessbetrieb. Na, und sobald du drin bist, du hast noch nicht mal die Tür in deinem Büro hinten zugemacht, geht's schon los, sag mal, ist dir aufgefallen, dass der andere eigentlich ein größeres Büro hat? Was der? Und der hat doch eigentlich weniger studiert als ich. Und schon beginnt das, was ihr kennt, dieses, jetzt muss ich aber zeigen, dass ich mehr verdient habe. Und so ist es auch mit den Kolonialmächten. Am Anfang steht manchmal eine Kolonialmacht, die sich in Anführungszeichen verteidigt, die in Anführungszeichen um ihre Freiheit kämpft. Dadurch an Amerika ist die Frage, ob man sie als Kolonialmacht bezeichnet. Indirekt würde ich sagen schon. Am Anfang doch nur dieses, also wir wollen es nicht mehr von Großbritannien etwas vorschreiben lassen. Wir wollen wirklich nur diese wenigen Ostprovinzen, diese 10, 12, 15 Gründungsstaaten verwalten, wie wir das wollen. Und dann sind wir zufrieden und wir wollen hier nur das gelobte Land errichten. Ja, und dann, wir wollen auch nur bis zu dieser Grenze gehen. Die Indianer da drüben können alles haben. Naja, und wir wollen unsere Grenze schützen. Und dann wird der Frontier ausgebaut. Und irgendwann mal sagt man sich, um dieses wunderbare Experiment Amerika zu schützen, müssen wir hier eingreifen. In Südamerika ging es dann schon sehr früh los im 19. Jahrhundert und da und dort. Und das alles immer ja nur, ich möchte mich ja nur schützen. Linda, willst du mich daran erinnern, dass ich nur noch 3 Minuten habe? Nee, nein, noch nicht. Ich wollte nur ein bisschen einschüchtern. Ja, einschüchtern ist schon mal ganz gut, weil der Mensch kennt schon seine Grenzen nicht. Ich dachte jetzt, bin wahrscheinlich bei Minute 17. 8 Minuten. Doch mehr als gedacht. Na, wunderbar. So, ein erfolgreiches System, könnte man jetzt ein bisschen wieder politologisch sagen, rein beschrieben ist das sich selbst erhaltende System. Dass es so alles zusammen funktioniert, die Soziologen sprechen von den ausdifferenzierten Subsystemen, richtiges Quatschwort würde man sagen, aber es hat eine gewisse Bedeutung. Die Wirtschaft, Recht, Macht, Kultur, Religion, spielt alles zusammen, Zahnräder ineinander übergehen. Und das sieht man am deutlichsten, jetzt nehme ich nochmal 2 Beispiele von Kolonialreichen. Großbritannien könnte man auch nehmen, nehmen wir trotzdem mal das Römische Reich. Wurde verdient, hat natürlich so ein paar versucht, so Definitionsversuche zu machen. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie klar ich das jetzt als Kolonialreich bezeichnen würde, aber ich versuche mal diesen Aspekt zu behandeln. Du hast erstmal eine kleine Elite, das sind erstmal die Römer, die breiten sich aus mit Gewalt natürlich über ihre Grenzen
Und sie schaffen es, bei den Unterworfenen immer Folgendes hinzubringen. Es gibt diese Grenze zwischen dem Barbarentum und im Club zu sein. Die Menschen sind zerschlagen worden, sind demoralisiert worden. Schaut euch an diese Hunderten von Völkern, die die Römer erobert haben. Und jedes Mal sagen die Leute, wir opfern unsere Kultur. Und dann sind wir im großen Spiel drin. Man wundert sich, wie die Gallier innerhalb von ein oder zwei Generationen vollständig ihre Sprachen verloren haben. Auch die Berber in Nordafrika, ganz, ganz rasend schnell ging das innerhalb von ein, zwei Generationen, entstehen römische Städte. Und die Leute stehen dort mit ihrer Toga und mit einem fast astreinen Latein. Ich kann es jetzt nicht mehr nachprüfen, aber ich vermute mal, die konnten sehr gut Latein und die haben penibel drauf geachtet untereinander. Kannst du ein bisschen noch an deiner R-Aussprache feilen? Kannst du noch ein bisschen an dem Vokal feilen, damit du als wahrer, echter Römer durchgehst? Und jeder hat die panische Angst, ausgeschlossen zu werden, also macht er mit. Und am deutlichsten seht ihr das bei den Gladiatorenspielen, wo wir erstmal sagen, ach, die Armen kommen da aus den eroberten Gebieten, Sklaven, kämpfen sich frei und sobald sie die Freiheit haben, in Anführungszeichen, machen sie ihre eigene Gladiatorenschule auf und sind übermorgen diejenigen, die jetzt assimiliert sind, wahre Römer geworden sind, die sich noch erinnern, ich komme von dieser schrecklichen Herkunft. Meine Eltern waren Germanen oder Gallier oder irgendetwas anderes und sie sind ein Teil dieses Systems, der jetzt wieder neue Menschenmassen, bös gesagt Material, reinbringt, es umformt, die Leute demütigt, bis sie bereit sind, alles aufzugeben und das Spiel läuft von vorne. Auf die USA bezogen ist das jetzt ein bisschen stark, weil ich so wenig Zeit habe, muss ich polemisch werden und das bedeutet immer in der Kürze liegt die Polemik, sage ich jetzt mal ganz einfach. Du musst möglichst alle anderen Kulturen zerschlagen und Konflikte machen, dass dort nichts entsteht. Brain wird es aber immer geben. Brain gibt es im Irak, in Afghanistan und in all diesen Ländern, die du da zerschlagen hast. Und dieses Brain musst du immer regelmäßig abschöpfen. Dieses Brain bringst du nach Amerika mit der großen Aussicht Green Card. Das ist ja so eine Art Eintrittsticket ins Paradies. Und jetzt kommen diese Leute mit ihren klugen Fähigkeiten als Ingenieure, als Wissenschaftler, studieren in Europa und sagen, Bruder Wallahi, oder in Europa und Amerika, Bruder Wallahi, so etwas haben wir nie gesehen, was für eine Freiheit hier. Und dann bist du übermorgen bei der Army, bist beim großen Waffenbetrieb, setzt dein ganzes Ingenieurwissen ein, bist natürlich afghanischer Flüchtling oder hast in Anführungszeichen noch immer noch diesen Makel. So ganz bist du natürlich nicht Amerika, hoffst aber, dass deine Kinder dann vollständig Amerikaner geworden sind und dass man das ihnen vergisst, was sie sind. Und dann sitzt du dann in der Flugzeugfabrik und rate mal, welche Bomben du produzierst. Ja, genau, die Bomben, die auf dein Land geworfen werden. Ja. Und dann stehst du am Schalthebel und drückst irgendwie auf irgendwelche Knöpfchen, um die Drohnen abzuwerfen. Aber damit das Ganze auch, dieses System, dieser Kreislauf schön funktioniert, braucht man diese anderen Teilbereiche, wie Kultur, Ideologie, dass die Menschen das freiwillig machen. Und da würde ich jetzt nachher, um die Polemik auf die Spitze zu treiben, der drückt dann quasi auf die Knöpfchen, die Drohnen werden abgefeuert und quasi sein Heimatdorf wird zerstört. Und dann sagt er aber, jetzt ist es 13 Uhr und jetzt ist Jumma-Gebet. Und dann sagen die Amerikaner, natürlich, bitteschön, lass dich ablösen. Das gehört zu den Rechten dazu. Du darfst jetzt eine Stunde zum Jumma-Gebet gehen und dann machst du ganz normal weiter und in der Zwischenzeit dürfen das andere übernehmen und der freut sich und sagt sich, so ein Recht, so eine Religionsfreiheit. Ich darf, ja, ich spioniere für Amerika und zerschlage andere Systeme und die haben mir tatsächlich den Halal-Döner eingepackt, als ich mich auf Reisen gemacht habe. Also man kann wirklich nichts mehr sagen. So, weil unser Leben sich darum dreht, Halal-Döner und zum Jumma-Gebet zu gehen um 13 Uhr, wenn das für uns geklärt ist, geben wir auf und machen bei diesen Systemen mit. Und da fragt man sich, wieso ist das passiert? Linda, wie viele Minuten habe ich noch? Keine mehr? Zwei Minuten. Gut, dann bringe ich dann wenigstens diesen Hauptpunkt, den ich unbedingt ansprechen wollte. Den Rest machen wir in der Diskussion. Die Frage ist, warum machen wir mit? Warum lassen wir uns manipulieren? Die alte Frage ist immer, unter allen Menschen, die sich Gedanken machen, ist die Welt so, wie sie mir erscheint? In der Philosophie wird das gefragt. Seht ihr oben das, die Frage bei Platon, ist die Welt wirklich so oder leben wir in einer Scheinwelt? In der Religion, in der Mystik wird immer von Schleier der Dunya gesprochen
Und viele Muslime verstehen das nicht und denken, das sind irgendwelche uralten mystischen Theorien. Das ist ganz etwas Handfestes. In der Politik wird ja auch ständig diskutiert. Sag mal, ist die Politik so, wie sie mir erscheint? Oder lasse ich mich manipulieren? Wir werden den ganzen Tag manipuliert. Das ist erstmal eine islamische Grundtatsache. Wo der Mensch ist, gibt es Manipulation, Lüge, Heuchelei, Theaterspiel. Liebe macht blind, blind vor Gier. Ihr habt ein paar Beispiele. Das kennt jeder Mensch. Und natürlich sagen wir gewöhnlich, ich habe den Durchblick und der andere nicht. Und damit bringe ich jetzt hier noch die letzte Folie, die ich ein bisschen anspreche, ein paar Punkte. Was ist mit uns passiert? Dass wir, wenn die Kolonialmächte kommen, dass wir ihren Mechanismus nicht verstehen. Liegt das daran, gesagt, die Muslime hätten in der Kolonialzeit geschlafen? Ich kann diesen Ausdruck gar nicht haben, auch wenn ich ihn vielleicht manchmal selbst verwende, aber das ist nicht begründbar. Geschlafen? Die haben nicht geschlafen. Deren Leute waren durchaus im Kopf ganz wach, als sie gesehen haben, wie die Kolonialmächte gekommen sind. Und sie sind gekommen und haben mitgemacht. Jeder natürlich immer nur bei seinem Baustein. Ja? Wenn du morgen gefragt wirst, um es nochmal zur Polemik zurückzubringen, ja, wir machen hier so eine Fortbildung für Halal-Essen in der amerikanischen Army, damit die Juden dort koscheres Essen bekommen und die Muslime da ihr Halal-Essen bekommen. Du weißt ganz genau, warum sie dich einladen. Damit du ihnen das System als Schmiermittel nochmal richtig zum Funktionieren bringst. Und du sagst dir, soll ich was machen oder nicht? Naja, aber die bieten für das Seminar 800 Euro pro Stunde oder pro Tag. Ich mache, dann machen es andere. Ach Bruder, ich bin nicht dafür verantwortlich. Wallahi, ich habe doch nichts Böses gemacht. Ich habe doch nur den Leuten Islam aufgeklärt. Ja, du hast nur Islam aufgeklärt. Aber du weißt doch ganz genau, wozu wir sein Wissen verwenden. Die hören sich das an. Lass den Mohammedaner da vorne reden. Der soll irgendwas machen. Und jetzt zeig uns, wie wir in unserer Armee den Muslimen das und das und das und das so erstatten können, dass die Muslime zufrieden sind, sich zurücklehnen und in diesem Gladiatorenspiel weiter ihre schöne Rolle spielen. Und das ist die Basira. Und damit schließe ich ab, wieso haben wir die Basira verloren und wieso kriegen wir sie dann doch in manchen Augenblicken? Wer kriegt sie und was sind die Bedingungen, dass wir dieses System durchschauen? So, bis hierhin habe ich das Wichtigste rübergebracht. Das hat nur noch einen. Vielen Dank. Das war echt super. Sehr, sehr interessant und sehr, ja, sehr schöne Polemik, die hier tatsächlich angesprochen wird. Und das regt total zum Nachdenken auf, denke ich mal. Also zumindest bei mir ist es, also vielleicht habt ihr das auch an meinen Gesichtsausdrücken gesehen, wie ich so schon ein bisschen so nachdenken musste. Natürlich auch auf mich selber bezogen, ne? Und ich finde auf jeden Fall diese letzte Frage hier, ist die Welt so, wie sie mir erscheint, wirklich? Und dann diesen Durchblick zu haben, dass knüpft sich auch ein bisschen an dem, was der Franz Fanon gesagt hat, dass der Kolonisierte dann doch irgendwann mal anfängt, daran zu glauben, dass er unterlegen ist, weil er ständig sozusagen das gesagt bekommt, er sieht das überall und wir sehen das ja heutzutage auch, also im TV, also überhaupt im Internet, in Diskussionen. Fashion, alles Mögliche, ne, spielt ja da auch mit. Und genau, und ich finde, diese zwei Sachen haben sich sehr schön hier jetzt so ein bisschen verknüpft. Ja, erstmal so eine Frage hier an euch beiden. Wenn wir jetzt daran denken, dass also Kolonialismus ist ja mit Orientalismus sehr stark verbunden. Und dazu gehört eben halt diese ganze Überlegenheit, Ideologie, die westliche, christliche, europäische Kultur sei überlegen. Und genau, und andere müssten sich jetzt daran richten. Und deshalb wurde ja die ganze Kolonialisierung vieler Länder einfach recht gerechtfertigt, weil man hat gesagt, ihre Kultur ist so schlecht und so barbarisch, etc., etc. Und wir müssen sie retten. Wir müssen sie davon retten, von diesem Untergang ihrer eigenen Kultur und ihrer eigenen Zivilisation. Und wenn man dann halt schaut, wie dann, okay, jemand hat vielleicht dann gemeint, okay, toll, die
Kolonialisten sind gekommen, sie haben uns ihre Kultur beigebracht, sie haben ihre Kultur uns gezeigt und wir finden das toll. Und eigentlich ist es nichts Schlechtes und wir wollen uns daran richten. Wo liegt denn die Grenze hier, wenn man sagt, dass es ist ein Problem, wenn die Kolonisierten daran anfangen zu glauben oder diese Meinung vertreten wollen, dass die andere Kultur des Kolonialisten besser sei als ihre eigene? Muss man da nicht vielleicht ein bisschen darauf konzentrieren, wie ist es dazu gekommen, dass man diese Meinung entwickelt hat? Weil ich glaube, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Wir sind ein bisschen so auf philosophischer Ebene geblieben, aber wir haben nicht unbedingt daran jetzt so geschaut, wie kommt es dazu, dass Menschen kolonisiert werden oder dass Bevölkerungen kolonisiert werden? Ja, also wenn ich vielleicht dazu was sagen kann, du hast jetzt gut erklärt, was man vielleicht in einem Ausdruck mit der Zivilisierungsmission beschreiben kann. Das heißt also, dass die Kolonialmächte den Anspruch haben, wir sind die Fackelträger der Zivilisation und wir müssen den zurückgebliebenen Völkern zeigen, sie müssen sie an der Hand nehmen, wie Kinder müssen wir die aufklären und so weiter und so fort. Das ist, als 1798 Napoleon nach Ägypten in Ägypten eingefallen ist, damit beginnt auch der Kolonialismus in den muslimischen Kernländern. Als er da 1798 eingefallen ist, hat er ein Flugblatt verteilen lassen, das in zwei Versionen gibt. Eine Version ist die, die in den französischen Archiven gelagert wird, und eine Version ist die arabische, die ausgeteilt worden ist an die arabische Bevölkerung. Und dort heißt es: wir schätzen den Koran über alles. Wir sind Feinde des Papstes. Wir fühlen uns als Muslime. Wir sind Freunde der Osmanen und so weiter und so fort. Wir wollen euch nur Gutes bringen. Wir wollen euch in den Wissenschaften unterrichten und so weiter und so fort. Und das ist genau der Anspruch. Wir sind eigentlich nur dazu da, um euch zu helfen. Wir kommen überhaupt nicht, um euch auszubeuten, sondern um euch zu helfen. Und das ist eigentlich ich habe da gesagt, es gibt noch eine französische Version, da steht das nicht drin, dass sie sich auch als Muslime sehen. Also das war halt einfach für das französische Publikum nicht, das war dann ein bisschen zu viel. Aber für das arabische Publikum haben sie sich selbst als Muslime bezeichnet. Und den allermeisten Muslimen der damaligen Zeit, unter anderem auch Al-Jabati, der das Ganze ägyptischer Historiker, der das einen Augenzeugenbericht dazu geschrieben hat, den war sofort klar von Anfang an, das ist gelogen. Das meinen die nicht ernst. Und das hat man gesehen an der massiven Zerstörung, die in Alexandria und in Kairo durchgeführt haben, an der Art und Weise, wie mit den Menschen umgegangen sind. Ein ägyptisches Menschenleben hat eigentlich nichts gezählt. Und deswegen war also von vornherein eigentlich immer klar, dass das stimmt nicht. Und das ist so ähnlich vielleicht, wie man sich das mit dem Irak vorstellen kann heute. Da wird ja auch von Freiheit, Menschenrechten, Demokratie oder in Afghanistan für die Frauenrechte. Mir ist eigentlich von Anfang an klar, dass das nicht stimmt. Aber es gibt auf der anderen Seite eben welche, die von den Kolonisatoren als die Elite auserkoren wird, um dort dann auch als Handlanger arbeiten zu können in den kolonisierten Gebieten. Vor allem dann, wenn man halt eben militärisch selber nicht mehr präsent ist. Und das fängt dann dazu an, dass es diese kolonisierte Elite gibt, die aber dann auch davon profitiert. Die werden dann, also es gibt dann diese Untermenschen sozusagen, und dann gibt es aber diese Halbmenschen, das ist diese Elite, die in den kolonisierten Gebieten eine bestimmte Machtstellung inne hat, die auch noch gestützt wird von den Kolonisatoren und die dann sehr freundlich gegenüber dem Kolonisator auftritt. In erster Linie deswegen, weil sie selber nämlich davon profitiert. Und nicht unbedingt, weil die jetzt sozusagen wirklich tief drinnen davon überzeugt sind, von den Idealen der Kolonisatoren, sondern weil die halt eben einfach eine kleine Schicht ist, die sich dann sehr stark bereichern kann. Und aber dann die Interessen der Kolonialmächte eben realisieren müssen oder dafür arbeiten müssen. Genau. Und Kerim, hast du auch
Ja, kann man ganz gut noch auf den Bereich Indien übertragen. Das würde jetzt gut passen. Ägypten ist da ein bekanntes Beispiel. Da vielleicht auch noch den Tipp. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Diese berühmte Studienmission, die so circa 1820, 30 von Ägyptern ausgeschickt wurde nach Frankreich. Junge Leute, damit sie mal lernen, wie es in Frankreich Tachtaui. wirklich abgeht. Das ist das Buch von Tachtaui. Tahtawi oder Tantawi? Ja, Tachtaui. Tahtawi, ja, genau. Ich kam jetzt nicht mehr drauf, habe es gerade versucht, noch im Internet zu sehen. Ich habe selbst nie ganz gelesen, immer nur die Auszüge, aber da sieht man, die Auszüge sind interessant. Da nehmen wir die Leute natürlich im Nachhinein, neigen wir gerne dazu zu sagen, oh, Verräter und was sind das für Menschen? Würde ich ja heutzutage nie machen. Wir suchen ja nach dem Punkt, wo wir das Gleiche machen. Wir sind typischerweise betriebsblind bei unserer eigenen Lage, aber wenn wir natürlich in die Vergangenheit schauen, so wie wir ja uns auch wundern, dass Menschen die Indianer ausgerottet haben oder was alles im Dritten Reich passiert ist, aber im Nachhinein natürlich, ja, heutzutage sind wir ja ganz objektiv. Und wenn man da noch mal schaut, die Leute, das sind durchaus Leute mit islamischen Werten gewesen. Das sind keine bösen Menschen, das sind junge Leute. Man kann auch nicht sagen, die sind einfach nur dumm, für dumm verkauft worden. Die kommen hin und kommen zurück und sagen, Wallahi, dieses Frankreich, diese Franzosen in Paris, der liest, der normale Bürger und übrigens auch die Frau, die holen sich Bücher und lesen Bücher. Könnt ihr euch das vorstellen? Die gehen in die Bibliothek und kommen rein, l'histoire de la civilisation, Zivilisation, irgend so etwas, die Zivilisation, und die sitzen in ihren Salons, die Madame, und fächert sich Luft zu und parliert da auf das Schönste über Kultur, Zivilisation. Gibt es eine natürliche Religion der Menschheit? Was ist der Sinn der für Geschichte? So, die haben ein so reiches intellektuelles Leben. Kommst du zu uns zurück, unsere Frauen? Kümmern sich mehr um die Dicke der Baklava und wie die so richtig so schön appetitlich angerichtet werden können und ein paar so Kleidungsgeschichten, und die Männer sitzen dort und lernen 8 Jahre lang erstmal einen Text zu vokalisieren, ein bisschen polemisch ausgedrückt. Die lernen Texte, dass sie dann den ursprünglichen Text von Imam Schäfi'i oder am besten in kommentierter Form dann lesen können, und dazu müssen sie erstmal lernen, wie man das richtig vokalisiert, weil du brauchst einen Scheich dazu, der dich dann einführt, und dann hast du am Ende deines Studiums teilweise nur 10, 15 Texte gelesen. Wir würden sagen, du hast die Texte richtig gelesen, aber es ist ein anderes Thema, wie man islamische Bildung umgeht. Hier habt ihr diesen berühmten Sir Said Ahmed Khan. Eine typische Biografie aus der Frühzeit der englischen Kolonialherrschaft. Das beginnt ja so offiziell 1830, 1840 in Indien erstmal. Auch typisch kommt die wirtschaftliche Durchdringung. East India Company, die macht erstmal wirtschaftlich den Leuten, man könnte sagen, Wirtschaftsbeziehungen. Die Leute werden abhängig von bestimmten Gütern, bestimmte Stoffe werden gebracht. Die Inder sind ganz scharf darauf, diese Qualität zu finden. Und dann geht es darum, wir müssen diese Handelsnetzwerke schützen. Die britische Regierung schützt dann diese East Indian Company. Ähnlich wie es die Holländer gemacht haben. Die sind deswegen so unterschiedlich von den Franzosen, weil diese beiden wollen richtig kolonialisieren und herrschen. Sie wollen die Sahne abschöpfen für ihr eigenes Land. Die Franzosen, könnte man sagen, wollten auch immer die Gehirne der Menschen durchleuchten und durchwaschen. Sie wollten die Menschen zu Franzosen machen. Genauso übel, aber ein anderes Übel. Und der ist ein islamischer Gelehrter. Und der begeistert sich für die britische Kultur und sagt dann, wir sind so am Boden, wir Muslime, wir kriegen nichts mehr Eigenes hin. Aber ich habe mich mit Britannien beschäftigt, er war dann auch dort, und als er dann dort war, kam er noch begeisterter zurück und sagt, es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen mit den Engländern zusammenarbeiten, dass wir Muslime aus dem Morast langsam rauskommen. Allein kriegen wir das nicht hin. Wir haben überhaupt sozusagen unsere ganze geistige Freiheit verloren. Und dann kommt immer die Polemik. Unsere Gelehrten sitzen dort und stellen sich zum hunderttausendsten Mal die Frage, also auch Achtung, das ist Polemik, was machen wir, wenn eine Maus in den Brunnen gefallen ist, nach Schäfi'i, nach Abu Hanifa, Tahir, nicht Tahir? Aber in England, in Frankreich, wie gesagt, da sitzen die in ihren Salons und diskutieren über große geistige, wissenschaftliche und politische Fragen, haben die ganze Welt in der Hand, und wir sitzen in der Ecke und sind einfach ein Relikt aus einer uralten Zeit. Wenn wir jetzt nicht auf den Zug der Zivilisation aufspringen, machen wir alles schlimmer. Und der hat sich dann auch eingesetzt, tatkräftig bei der Niederschlagung muslimischer Aufstände. Das tut im Nachhinein natürlich extrem weh. Und dieses Wort gebe ich euch noch zum Schluss mit. Schaut euch das genau an. Das habe ich unterstrichen. Missverständnisse. Es sind Missverständnisse. Kennt ihr dieses Wort? Kennt ihr dieses Wort aus dem Dialog? Es sind Missverständnisse. Seit
mittlerweile 60 Jahren sind Muslime da. Aber ihr verstehen ja, dass die Nicht-Muslime ja immer noch so ein bisschen, die kennen uns ja noch nicht so gut. Und deswegen solltet ihr gefälligst ein bisschen mehr Dialog machen, damit wir Missverständnisse ausräumen. Glaubt ihr das wirklich? Glaubt ihr das wirklich, dass das Missverständnisse sind? Interessant, die Parallele. Eigentlich wollen Muslime und Großbritannien das Gleiche. Und da muss man nur ein bisschen das Wording anpassen. Und schon ist Koran und westliche Philosophie eigentlich deckungsgleich. Wir lachen darüber. Wir machen momentan genau das Gleiche. Genau, man sagt ja auch, dass es eigentlich, wenn es um die Bekämpfung von, sagen wir mal, von Islamophobie oder vom antimuslimischen Rassismus geht, denkt man oft oder Menschen denken, dass wir müssen doch nur irgendwelchen interreligiösen Dialog herschaffen und miteinander sprechen und dann werden die anderen schon uns verstehen und uns so akzeptieren, wie wir sind. Aber da ist ja auch die Frage dann, inwieweit wollen die anderen uns verstehen? Und inwieweit werden diese ganzen Probleme, die wir zurzeit haben, als Missverständnisse eben, gestempelt oder unter dem Teppich gekehrt sozusagen? Wir haben aus dem Publikum einige Fragen, und zwar, das ist jetzt ein anderer Soziolog, das ist die Web du Bois. Jemand hat gefragt, was meint er dazu? Er hat ja, Web du Bois hat gesagt, es geht um die Weltherrschaft des weißen Mannes, um die Menschheit. Also hier tatsächlich um sehr rassebezogene Paradigmen, und vielleicht knüpft sich das dann auch irgendwie an den Punkten, die ihr beide vorgetragen habt. Farid, geht es tatsächlich nur um die Weltherrschaft des weißen Mannes, um die Menschheit? Gut, was heißt nur? Also da ist schon auf jeden Fall ziemlich viel ausgesagt. Es geht auf jeden Fall um Macht. Es geht um Ressourcen. Es ist aber auch ein intellektuelles System dahinter, das das Ganze begleitet sozusagen, diese ganze militärische Ausbeutung und Unterwerfung. Das Weißsein ist sicherlich zentral gewesen. Das ist ja, wenn wir uns schon das biologistische Paradigma uns nochmal erinnern, die weiße Rasse wurde, wie gesagt, als die entwickelste Rasse angesehen. Da kann natürlich ein Aborigine oder sonst irgendjemand überhaupt nicht mithalten. Der Rassismus, der in Weiß und Schwarz und Hautfarben überhaupt unterteilt, ist ein relativ modernes oder neuzeitliches Phänomen. Natürlich hat man auch damals schon sich zum Beispiel abfällig gegenüber anderen Hautfarben ausgedrückt oder ähnliches. Aber in dieser strukturellen und auch aus elaborierten Art und Weise ist dieser Rassismus basierend auf der Hautfarbe ein neuzeitliches Phänomen. Das allerdings dann, das Weißsein muss man jetzt anders fassen in der heutigen Zeit als über die Hautfarbe. Es geht nicht mehr, also es kann jemand zum Beispiel weiß sein, der schwarz ist, in dem Sinne, dass er bestimmte Argumentationen, bestimmte Denkmuster, die kolonialistisch sind, übernimmt. Man spricht zum Beispiel vom weißen Feminismus. Der weiße Feminismus ist nicht deswegen weißer Feminismus, weil weiße Menschen ihn propagieren, sondern er ist deswegen ein weißer Feminismus genannt, weil er darauf abzielt, eine Hierarchie zwischen bestimmten Menschengruppen zu schaffen, die dann darauf aus ist, zu legitimieren und zu begründen, warum man die unterlegene Menschengruppe beherrschen darf, zum Beispiel um sie zu retten. Das wäre dann so eine Art weißer Feminismus. Zum Beispiel wäre ein klassisches Beispiel dafür Laura Bush, die First Lady, also die Frau von George Bush, die eben gesagt hat, wir müssen die Frauen in Afghanistan befreien. Wir müssen die muslimischen Frauen vor den muslimischen Männern retten. Das ist unsere Aufgabe als aufgeklärte, zivilisierte, feministische Menschen.
Und deswegen, also weiß sein, sollte man jetzt nicht mehr an die Hautfarbe knüpfen, sondern an ein bestimmtes Denkmuster, das dahinter steckt. Und dann würde ich sagen, kann man das nach wie vor gelten lassen, ja. Und Kerim? Ja, man kann das auf verschiedene Bereiche ausbreiten, wenn man diesen Fokus auf der Macht hat. Natürlich ist das nicht alles. Die ganze Welt dreht sich nicht nur um Macht, aber ich halte es für sehr wichtig. Es geht darum, letztendlich, wer hat Zugriff zu den Ressourcen, wer hat Zugriff zu den Verkehrswegen, wer steuert. Und wenn das System gut läuft, sind die Leute durchaus bereit, etwas vom Orient zu akzeptieren. Und weil wir teilweise wirklich intellektuell auf der untersten Schiene sind wir diejenigen, die dann sagen, aber schau doch mal, und dann werden diese berühmten Sachen erzählt, die ich vorhin polemisiert habe. Mittlerweile, im amerikanischen Geheimdienst, die Muslime dürfen da auch sogar halal essen und die dürfen ihr Gebet verrichten, genau. Und wenn der Putin seine Soldaten in den Krieg schickt, da gibt es nicht nur christliche Priester, die Soldaten segnen. Da gibt es auch einen muslimischen Mullah, der uns segnet. Also das ist doch schön, das ist doch am wenigsten ein kleiner Schritt. Und dann sagen die Leute immer, naja, es sind kleine Schritte. Ja, aber das sind genau die kleinen Schritte, das sind die Bonbons, mit denen man euch versucht abzulenken. Das sind die Kleinigkeiten, die man dann bekommt. Und in der Kolonialzeit war es durchaus auch so, dass dann plötzlich die Kolonialherren angefangen haben, zum Beispiel, als sie diese große Uni eingerichtet haben, das müsste in Aligarh, glaube ich, sein, in Indien, haben sie natürlich erlaubt, dass die Muslime den in einem sehr, sehr prächtigen orientalischen Stil machen, wo man dann sagt, schaut mal, da haben wir wieder etwas, worauf wir stolz sein können. Das ist sozusagen das Zuckerl Österreich gesprochen, was den Leuten hingehalten hat. Und das ist mir dabei alten Frage, Basira, Durchblick. Warum sind wir nicht in der Lage zu unterscheiden zwischen dem Zuckerl, das uns hingehalten wird? Warum sind wir wie der kleine Hund, der sagt, ich meine, es lohnt sich doch da, die Männchen zu machen und hin und her zu laufen für meinen Herrn. Ich kriege ja da immer so ein Stückchen Wurst hingehalten, also symbolisch gesprochen. Warum sind wir nicht fähig? Warum kann es Leute geben, die großartiges intellektuelles Wissen haben, aber sich dann verführen lassen, da mitzumachen? Was ist passiert, dass wir Menschen haben, die so denken und sagen, wir haben doch als Muslime nichts mehr anzubieten. Was haben wir denn? Nur diese langweiligen Fiqh-Diskussionen und irgendwelche sinnlosen Geschichten, während der Westen so weit ist. Und dieses Denkmuster, wir hatten schon mehrmals geglaubt, dass wir es überwunden hätten im 20. Jahrhundert. Es gab mehrere Phasen, wo die Muslime dachten, so jetzt haben wir diese Ketten gesprengt und ab jetzt konzentrieren wir uns auf unser eigenes. Und in dem Augenblick, wo sie dachten, so jetzt sind wir frei, haben sie sich selbst wieder Ketten angelegt. Dieses Gedankengut, wenn ihr das besprecht das mal mit Leuten, die in Deutschland Islamkunde, Orientalistik studieren. Ich habe das selbst studiert. Ich sage ja auch nicht, dass das bösartige Menschen sind. Lass mich bitte nicht verwechseln. Aber wie sie reinkommen und dann im dritten, vierten Semester dieses typische, Bruder, was wir hier lernen, unglaubliche Sachen. Da wird der Koran jetzt strukturfunktionalistisch untersucht und eine moderne Epistemologie und das und jenes. Während wir bei uns in unseren Ländern, ich komme aus dem Land XY, da wird immer nur aufgezählt, Qala Tabari, Qala Ibn Kathir, immer nur so alles aufzählen, Texte. Diese Menschen gehen kritisch ran. Und was kommt rüber? Was kommt unterm Strich raus? Wir Muslime haben versagt. Und die einzige Möglichkeit ist, wenn wir in diesen Systemen jetzt mitmachen, dass wir uns dann schrittweise hocharbeiten. Dann kriegst du deine kleinen persönlichen Gratifikationen. Der Mann hatte, jetzt seht ihr das nochmal symbolisch, der hat seine Orden bekommen. Und die Oma? Der Oma wurden die Orden gleichzeitig weggenommen. Sehr interessant. Eigentlich diese Frage, die du jetzt auch gestellt hast, diese, warum schaffen wir es nicht, diesen Durchblick zu erhalten oder ihn zu behalten oder wie dem auch sei. Dazu gibt es auch eine Frage hier im Publikum eigentlich, die heißt, wie soll man sich als Kolonialisierter in dieser Zeit verhalten? Also wie sollen wir uns jetzt verhalten? Weil das ist der Kolonialismus 2.0, genauso wie du auch, Kerim, gesagt hast. Denn der Kolonialherr muss nicht mehr vor Ort sein. Die wirtschaftliche Durchsetzung geht auch von außen anhand von der Rahmenpolitik und Wirtschaftspolitik. Und das ist jetzt natürlich, die Frage bezieht sich sehr stark auf Wirtschaft, aber es geht ja auch um intellektuelle Konsequenzen, kulturelle Konsequenzen und ja,
Also, Kerim, vielleicht kannst du direkt darauf antworten. Du hast sicherlich auch irgendwelche Ideen, wie man sich verhalten sollte. Ferik, willst du vielleicht Also, was was ist die übernehmen? Lösung? Ja. Ich kann gerne was dazu sagen. Also, ich weiß nicht, ob das Taktisch, glaube ich, ganz gut, wenn wir abwechselnd machen. Kann ich ein bisschen von dir hören und dann. Ja. Gut. Also, was wirtschaftlich und so weiter und so fort angeht, das ist natürlich eine Frage, die vor allem Länder im globalen Süden beschäftigt. Wie können die sich aus den Mechanismen der Unterwerfung befreien, die globale Wirtschaft aufgespannt hat? Das ist eine große Frage, eine schwierige Frage und das wird nicht ohne ein Wohlwollen vom globalen Norden möglich sein. Das heißt, da muss man schon in gewisser Weise zusammenarbeiten. Und die Hoffnung ist einfach, dass sich das Bewusstsein für diese kolonialen Strukturen auch im globalen Norden stärker durchsetzen. Kolonialismus ist etwas, was erst seit wenigen Jahrzehnten aufgearbeitet wird und auch noch ganz am Anfang. Und in Frankreich und in Großbritannien sind da noch viele Stimmen, die sagen, auch in den höchsten Regierungsämtern, die sagen, also eigentlich war der Kolonialismus ja gar nicht so schlecht, wir haben auch viel Gutes gebracht in die Welt und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind da noch ziemlich am Anfang, aber es bewegt sich etwas. Es ist nicht mehr ganz so wie früher. Und da besteht die Hoffnung, dass diejenigen, die die Zügel in der Hand halten im globalen Norden, dass sich da vielleicht auch die Politik und die Wirtschaftspolitik ändern wird. Und gleichzeitig müssen die Länder im globalen Süden daran arbeiten, sich aus diesen Machtstrukturen zu befreien. Das machen sie auch zu einem gewissen Grad. Es gibt entsprechende Treffen von Ländern im globalen Süden, die sich organisieren möchten, die sich zusammenschließen möchten. Aber leider ist es noch viel zu wenig gemacht. Gehen wir mal auf die arabische Welt ein. Wenn wir die arabische Welt anschauen, 2 Drittel der arabischen Länder oder 2 Drittel der muslimischen Länder, nicht nur der arabischen Länder, sondern der muslimischen Länder, die sind eigentlich koloniale Produkte. Und zwar was ihre Ländergrenzen angeht. Also da haben Kolonialherren die Staatsgrenzen niedergeschrieben, ohne die Interessen der dort ansässigen Bevölkerung zu berücksichtigen. Also 2 Drittel der heutigen muslimischen Länder haben ihre Staatsgrenzen nur deswegen, weil irgendwelche Kolonialherren die sozusagen gezeichnet haben. Auch der ganze, der ganze, das ganze Konzept des Kolonialstaats, des Nationalstaates ist etwas, was in Europa über die Jahrhunderte gewachsen ist und dann sich langsam herausgebildet hat aufgrund historischer Umstände. Es wurde mehr oder weniger über Nacht in die arabischen Länder mit eingeführt und hat eigentlich, ja, es ist ein ziemlich künstliches System, dieser Nationalstaat, der letztlich dazu dient, eigentlich einer kleinen Elite die nötigen Machtmittel in die Hand zu geben, die Bevölkerung auszubeuten. Und das ist unser Problem in den arabischen muslimischen Ländern, dass, wie gesagt, in den verschiedenen Ländern eine kleine Elite herrscht, die ganz im Einklang mit den Interessen der ehemaligen Kolonialmächte agiert. Das heißt also, wenn ich jetzt davon spreche, dass Länder im globalen Süden sich zusammentun, dass man versucht, aus diesen kolonialen Strukturen rauszukommen, das gilt für die allermeisten arabischen oder islamischen Länder nicht. In den allermeisten arabischen und islamischen Ländern sehen wir, dass die kleine Elite, die die Macht innehat, sehr stark abhängig ist auch von dem Wohlwollen der ehemaligen Kolonialmächte und in deren Interesse arbeitet. Es gibt da so eine Art, also Ägypten wäre das beste Beispiel. Also Ägypten bekommt mehrere 100 Millionen pro Jahr von Amerika als Wirtschaftshilfe zugeschossen. Ägypten kann sich eigentlich selbst aus eigener Kraft überhaupt nicht wirtschaftlich irgendwie finanzieren. Es gibt einen riesigen Beamtenapparat in Ägypten, das ist einfach absurd, wie viele Leute da sozusagen vom Staat bezahlt werden. Und das geht, weil man eben dieses Geld von außen bekommt. Aber weil man dieses Geld von außen bekommt, muss man natürlich auch eine Gegenleistung zeigen. Und die Gegenleistung ist halt, da bestimmte Sicherheitsinteressen für Israel zu realisieren.
die sogenannten Islamisten, Fundamentalisten und so weiter und so fort in Ägypten klein zu halten, ins Gefängnis zu sperren. Da darf man auch foltern. Da nimmt man es dann mit den Menschenrechten nicht mehr so ganz genau. Also Ägypten ist ein wichtiger Stabilitätsanker für westliche Machtinteressen. Dasselbe gilt für Saudi-Arabien, für andere Länder. Das heißt also, wenn ich es mal auf einer größeren Ebene, also nicht eine individuelle Ebene, sondern auf einer größeren Ebene sehe und mir die Länder anschaue, ist es eigentlich ein ziemliches Trauerspiel, was so in der islamischen Welt gerade vonstatten geht. Aber es gibt in anderen Regionen, in anderen Ländern, Lateinamerika, fällt mir jetzt zum Beispiel ein, ganz gute Initiativen, wo man eben versucht, sich aus diesem kolonialen Machtgefüge herauszukämpfen. Was das Individuelle angeht, würde ich sagen, es ist ganz wichtig zu begreifen, dass man dass man auch geistig kolonialisiert worden ist. Das ist auch, was Karim in mehrfacher Weise schon angesprochen hat. Wir Menschen, wir sind so geprägt von den Ordnungsbegriffen, von den Erklärungsmodellen, die uns der Westen und die westlichen Universitäten, die jetzt globalisiert schon sind, die gibt es jetzt überall, das westliche System, Soziologie und so etwas, wird auch in Indien gelehrt oder überall jetzt. Wir sind so dermaßen geistig von diesen Denken vereinnahmt, dass wir es für ganz selbstverständlich halten, durch die Linse der westlichen Geisteswissenschaften die Welt zu verstehen, durch die Brille der westlichen Geisteswissenschaft die Welt zu verstehen. Und hier anzusetzen und zu sagen, ich muss mich bilden, ich muss versuchen, nicht koloniale Perspektiven mit einzubeziehen und diese Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen, die mir der westliche das westliche Wissensregime sozusagen gelehrt hat. Das ist das, was jeder Einzelne machen muss. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, ein sehr langer Prozess. Ich würde sagen, das ist so eine Form des Dschihad, sich von der geistigen Versklavung zu befreien, die dieses Wissensregime, das jetzt, wie gesagt, globalisiert oder in globaler Hinsicht schon am Wirken ist, dass man sich aus dem befreit. Genau, ich glaube, das knüpft sich auch sehr schön eigentlich, Kerem, an deine Expertise in Islamisierung von Soziologie an. Ich meine, es geht ja hier tatsächlich darum, auch ein bisschen wie wir in europäischen Ländern als Muslime ständig uns mit sogenannten weißen Curricula zu tun haben, mit epistemischer Rassismus zu tun haben und dass wir eigentlich auch ziemlich in vielen Hinsichten unsere eigene muslimische, islamische Kultur, unsere Länder, wenn wir jetzt um Anthropologie sprechen oder so, anhand von westlichen Theorien und westlichen Paradigmen studieren und gar nicht islamische Denkweisen oder Wissenskonstruktionen heranziehen, oder? Ja, richtig. Man kann dieses Prinzip der Kolonialisierung jetzt in allen Bereichen finden. Wir finden es also erstmal in der Politik, die abhängigen Regime. Dann hat man es in der Wirtschaft. Das sind so die Sachen, weil sie um materielle Sachen drehen, sehr deutlich. Kultur, hier habt ihr auch Bilder dazu. Da ist es auch natürlich erstmal bei der Kleidung sehr auffällig. Bei der Wissenschaft ist es nicht mehr ganz so auffällig. Und wir können überall das gleiche Muster festmachen. Der ideale Kolonisator, muss ich sagen, geht folgendermaßen voran. Sein System muss der Mittelpunkt sein und draußen müssen unsichere Verhältnisse regieren. Nicht zerstören, das wäre dumm, sondern unsichere Verhältnisse. Der Idealfall ist, ich habe hier meinen römischen Limes, drinnen ist alles geordnet und da draußen schlagen sich die germanischen Stämme da unten die Köpfe ein, diese Primitiven. Die schlagen sich die Köpfe ein. Gleichzeitig haben wir ja am Limes, im Römischen Reich sieht man das so deutlich, diesen kleinen Warenverkehr und der wird ausgetauscht. Da kommen sie alle, die, also bös gesagt, verzeiht mir dieses Wort, Kanaken, kommen da an und sagen, oh toll, römische Stoffe und was es da alles gibt und hier. Und dann bringen sie natürlich ihre Güter, denn sie haben bestimmte Güter und kommen rein. Ein Teil wird assimiliert, also wie bei einer Zelle, werden von außen Elemente reingeholt, verarbeitet. Aber man muss immer schön darauf aufpassen, dass da draußen Chaos ist und bei mir ist das Zentrum. Das heißt, um es auf den islamischen Punkt zu bringen, ich muss mich fragen, wo meine Qibla ist. Wo ist meine Kaaba? Ist meine Kaaba dort in der Wüste? Die ist nämlich in der Wüste, in einem unfruchtbaren Land, so wie es im Koran beschrieben wird. Oder ist meine Qibla Paris, London, Moskau, Berlin, irgendetwas? Ja. Und dann seht ihr, in der Wissenschaft
junge Leute, ich rede von Leuten, mit denen wir sprechen, die dann sagen, ja, Bruder, ich habe in Marokko, in Algerien, in der Türkei studiert und ich habe da nichts gelernt. Und als ich aber hergekommen bin, unglaublich, wie sich ein neuer Horizont angeeignet. Ich bin Hafiz, ich komme aus Ägypten, aber erst hier in Berlin habe ich richtig denken gelernt. Das ist ideal aus der Sicht des Kondensators. Das heißt, er schätzt seine Kultur nicht, macht sich abhängig und klein und kriegt hier alles geliefert. Das hast du bei Identitätsbildung. Das ist faszinierend in der Geschichte. Orient, in der Türkei, im Osmanischen Reich, die Leute haben sich nicht unbedingt gefragt, wo sie hergekommen sind. Sie waren halt Muslime. Dieses ganze Gerede nach Sprachfamilien, rassische Abstammung, wer sind wir eigentlich, war ihnen nicht klar. Geht ihr in die Osttürkei und schaut euch in der Nähe von Mardin an, Kurden, Türken, Araber, diese drei Völker, ihr könnt sie von außen nicht unterscheiden. Sie sprechen unterschiedliche Sprachen, also Sprachen bis vor kurzem. Und an der Oberfläche so eine einzige Umma. Und plötzlich kommt der Kolonisator und sagt, wisst ihr eigentlich, wer ihr seid? Und die Kurden, keine Ahnung, wir sind halt Muslime hier. Seid ihr mit den Türken verwandt? Ich glaube schon, wir sprechen ja relativ ähnlich. Die sagen Chai und ich sage Chai. Nee. Ihr seid Indogermanen. Was ist denn das? Indogermanen, ihr gehört der indogermanischen Sprachfamilie. Ja und? Was ist das? Was kann man das essen? Das ist was ganz anderes. Ihr seid eigentlich gar nicht aus dem Nahen Osten. Ihr seid ganz anders als diese Türken und Araber. Wisst ihr, wo die Araber herkommen? Die kommen aus der Wüste. Und die Türken, die kommen aus Zentralasien. Die haben sowas mit den Mongolen zu tun. Du bist, ja heißt es, ich bin so ein bisschen schon fast Europäer. Ja, du bist ein bisschen was Besseres. Das wird dir vermittelt. Die Leute pilgern nach Europa und sagen, jetzt wissen wir, wer wir sind. Die Europäer haben uns gezeigt, wir sind Indogermanen. Wir stammen von den Medern ab. Wir hatten früher eine Hochkultur. Immer vor dem Islam gab es eine Hochkultur und dann kamen die primitiven islamischen Orden und haben die Hochkultur zerstört. Und übrigens, ratet mal, wie die Rolle der Frau früher bei den Kurden war. Könnt ihr es schon erraten? Die war gut, war alles in Ordnung, bis dann die Muslime kamen. Ratet mal, wie die Rolle der alten türkischen Frau war, bevor sie Muslime waren. Na, kommt ihr drauf? Und ratet mal, wie die Rolle der Frau in der Ratschule und so weiter. Man versucht den Leuten einzureden, früher das. Und jetzt hast du eine Deutung. Das hast du in der Wissenschaft, das hast du in der Kultur. Schaut euch dieses Beispiel an, damit es nicht ganz unnütz herumhängt, das Bild. Das sind die sogenannten Sapeurs. Im Kongo ist das eine sehr starke Bewegung seit Jahrzehnten. Es ist soziologisch gesehen sehr interessant. Diese Leute kommen aus Slums und leben in Slums. Sie leben in Slums, buchstäblich. Und haben sich so einen Lebensstil angewöhnt, den Lebensstil des alten Dandy. Wir schauen uns das an und halten ja alle die Hände vor dem Kopf und sagen, merkt ihr denn nicht, wie ihr euch lächerlich macht? Ist das nicht traurig? Und wenn die Soziologen mit diesen Leuten oder die Ethnologen mit ihnen Interviews machen, sagen sie, wissen sie, warum wir das machen? Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir uns Selbstwertgefühl geben. Ja, ja, genau, weil wir leben im Slum. Wenn wir uns so anziehen, fangen wir an, wie ein Gentleman uns zu verhalten. Höflich, korrekt. Und die laufen dann mit ihren Spazierstücken rum. Wir sagen, es ist ein Theaterspiel. Und sie sagen, das ist der einzige Schritt, mit dem wir aus dem Slum rauskommen. Ist das nicht traurig? Und sie geben ihr Geld aus, Tausende von Euro für die teuerste Markenkleidung aus Europa, zelebrieren das, machen da ihre Modeshows, eine riesige Bewegung. Und vor allem ist klar, Kongo, ihr kennt den Kongo, belgische Kolonie, da sind die Leute nicht nur ausgerottet worden, massakriert worden, versklavt worden, da wurde ihr ganzes Selbstbewusstsein zerstört. Kongo, kennt ihr eine einzige Sprache, die man dort spricht? Kleiner Tipp, nicht Kongoanisch und Kongolesisch. Ja, irgendwelche Sprachen dort. Irgendwelche Sprachen. Frag dir die Leute dort, sagen sie dir auch. Was sprichst du eigentlich? Ja, ich spreche meine Sprache. Wie heißen die? Ja, das ist halt meine Sprache, die sprechen wir zu Hause in der Familie. Kannst du mir jetzt zum dritten Mal sagen, wie deine Sprache heißt? Ach, die heißt halt ja, Swahili oder irgendetwas. Interessiert doch eh keinen. Habt ihr das mal erlebt bei solchen kolonisierten Menschen? Die sagen euch nicht mal, welche Sprache sie sprechen, weil selbst das ist so unwichtig und so mit Scham versetzt. Aber wir können Französisch. Französisch breitet sich in Westafrika so aus, dass es bald in 20, 30 Jahren die drittgrößte Sprache der Welt sein wird. 1960 Ende des französischen Kolonialreichs und jetzt kommt erst die richtige Karriere der französischen Sprache. Ganze Länder werden langsam monolingual französisch. Und ihre 30, 50 eigenen Sprachen sterben aus. Warum? Weil die Leute sagen, ja, was sind denn diese Sprachen, diese Kulturen? Da haben wir doch nichts anzubieten. Aber Frankreich, noch am ehesten
können wir über den französischen Weg wenigstens ein bisschen aus dem Morast rauskommen. Und solange das nicht hinterfragt wird, wir Muslime machen das ähnlich. Nicht ganz so auffällig. Wir lachen über diese Leute. Aber wir sind selber, wenn wir uns theoretisch im Spiegel betrachten könnten, genauso ein Zerrbild geworden. Keine islamischen Werte, etwas Europäisches in der Außenwelt getüncht. Und die wahren Europäer lachen über uns und sagen, schau sie mal an, da kommt der Muslim her und spricht wieder über moderne, gendergerechte Koran-Hermeneutik. Aber er kriegt das ja eh nicht hin als Muslim. So richtig wie wir Europäer kriegt das nicht hin. Und wenn der Muslim es gelernt hat, liebe Leute, in 10 Jahren sind wir schon wieder einen Schritt weiter. Und wieder können wir sagen, Moment mal, ihr habt aber nicht die neueste Deutung dieser Wissenschaften. Und immer schön hinken wir hinterher. Solange wir da mitmachen, haben wir es nicht anders verdient. Genau. Also hier gibt es auch einen Kommentar dazu aus dem Publikum. Und zwar, den Muslimen fällt es meiner Meinung nach an Selbstbewusstsein, vieles, was wirtschaftlich oder wissenschaftlich seitens der Kolonialherren errungen wurde, basiert, ich glaube, hier hat die Person den Text nicht völlig geschrieben, aber vieles, was wirtschaftlich oder wissenschaftlich seitens der Kolonialherren errungen wurde, basiert auf islamischer Wissenschaft und Erkenntnis. Und das stimmt ja auch. Ich meine, wir wissen ja alle, wie früher, jetzt reden wir über die Vergangenheit, die ganze islamische Zivilisation doch so toll war und wir hatten diese ganzen Wissenschaftler, wir haben über Astronomie gesprochen, über Philosophie gesprochen, alles möglich. Der erste Soziologe überhaupt war ein Muslim, der Ibn Khaldun, ne? Und wie ist es dann dazu gekommen, fragt man sich, dass wir sozusagen diese Tollheit, dieses Tolle verloren haben und jetzt eben immer weiter unten bleiben, wie du, Kerim, gesagt hast. Und dann ist es aber auch... Anknüpfend daran, vielleicht würde ich noch gerne was sagen. Ja, genau. Also das ist jetzt ich würde jetzt auch ein bisschen daran anknüpfen, was vorhin während den Vorträgen so ein bisschen vielleicht was zu diesem Beitrag sagen darf. Welchen Beitrag? Du hast doch gerade gesagt, aus dem Publikum wohl kam gerade ein Beitrag. Genau, dass Muslime ja eigentlich auch sehr viel dazu beigetragen haben, dass der Westen eigentlich erst so groß in den Wissenschaften geworden ist, oder? Genau, da wollte ich nur sagen, das ist richtig, aber da muss man aufpassen, weil es eigentlich ein kolonialistisches Denkmuster reproduziert und verstärkt. Und zwar insofern wir sagen, ja schaut, der Westen, der ist tatsächlich der Fackelträger der Zivilisation, aber das hätte er ohne uns gar nicht geschafft. Wir haben ihm doch das Wissen gegeben und übermittelt und deswegen ist er jetzt so groß geworden. Und da wird eben insofern, das wird das reproduziert oder nochmal verstärkt, weil man sagt, ja, wir stimmen darin überein, dass der Westen alle anderen übertrumpft hat. Und ich glaube, das ist, das muss man kritischer betrachten. Also wir sozusagen als Übermittler von Wissen sind dann eigentlich nur noch, wir sind halt sozusagen die von früher, die vor ein paar hundert Jahren auch mal toll waren, aber jetzt eigentlich nicht mehr uns an diesen wissenschaftlichen Diskursen wirklich beteiligen. Die Frage ist, für hat die wissenschaftliche oder hat die westliche Wissenschaft, wenn man jetzt mal schaut, seit 1780 spricht man davon, dass der Mensch, nicht nur der Mensch eigentlich, sondern die Europäer und die westliche Wissenschaft ihren Beitrag dazu leistet, dass die Natur zerstört wird. In 100 oder in 200 Jahren könnte es sehr gut sein, dass die Menschen irgendwann mal die westliche Wissenschaft und die westliche Technologie verfluchen werden und sagen, in wenigen Jahrhunderten, die Menschen haben zehntausende Jahre gelebt in einer intakten Natur und in wenigen Jahrhunderten, seit 1780, arbeiten wir gerade sehr intensiv daran, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Eben gerade auf Basis dieses wissenschaftlichen Systems oder dieses technologiebefördernden Systems. Das heißt, in 100 Jahren kann es sehr gut sein, dass es Leute gibt, die sagen, die westliche Wissenschaft war ein dunkles Zeitalter
Und dann haben wir immer noch die Leute, die Muslime, die dann sagen, aber wir haben die westliche Wissenschaft ja groß gemacht, weil wir dieses Wissen weitergegeben haben. Da wäre ich sehr vorsichtig. Und die negativen Auswirkungen, die sind eigentlich jetzt schon sehr klar von der westlichen Wissenschaft. Und das wird in den nächsten Jahrzehnten noch klarer werden. Und dieser Gedanke, wir haben die ja dazu befähigt, erst so groß zu werden, der ist selbst eigentlich mehr eine Reproduktion von kolonialistischen Denken. Mhm. Würde ich mich gerne anschließen. Das ist nämlich genau der Punkt, wo wir jetzt wieder vor dem gleichen Problem stehen. Wir warnen vor, den Gegnern, vor den gefährlichen Gegnern, die da kommen. Und währenddessen stürzen wir uns in die Hände von irgendwelchen Leuten, die noch schlimmer sind. Also um jetzt nochmal ein bisschen dramatisches Beispiel zu bringen, du fällst vielleicht richtig klar. Wir Muslime sind in folgender Lage. Wir laufen gerade im Slum von Rio de Janeiro umher, spazieren da als Touristen ganz naiv, schauen links und rechts. Plötzlich kommt eine Jugendbande und überfällt uns und raubt uns aus und schlägt uns nieder. Und so kurz bevor wirklich alles dann auch erledigt ist, steht dann plötzlich ein Mann auf, kommt aus der Ecke hergerannt und ruft und brüllt, was macht ihr mit diesem armen Touristen? Und wir stehen auf, die anderen laufen weg. Ist übrigens ein sehr seriöser Mensch, hat einen sehr schönen Anzug an, Krawatte. Wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Nee, es wundert mich gar nicht im Slum. Und der nimmt mich dann und ganz väterlich sagt er, was hat man mit dir gemacht? Das ist aber echt eine Schande. Komm mal mit in meine Villa. Also kommt mit, kommt nach Hause. Und da wundern wir uns gar nicht, wo das ganze Geld herkommt. Naja, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Das ist der Chef der ganzen Mafia-Bande, der diese Leute ausgeschickt hat, damit wir dann eben in die Falle gehen und sagen, aber der ist gut und der gibt mir dann meine persönlichen Gratifikationen, er versorgt mich ärztlich und dann lebe ich dort. Man könnte eine schöne Abendgeschichte konstruieren, mehrere Jahre. Und dann sagt er mir dann so mal, um es jetzt auch noch in Gleichnis zu bringen, ach, ich habe da so eine entfernte Tante in Amerika. Ich kann die leider nicht so erreichen mit der Post und du fährst doch als amerikanischer Tourist mal nach Amerika. Ich habe hier so einen Briefumschlag, so einen kleinen, kannst du den mal mitnehmen? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da so ein Pulver drin, es ist kein Pulver. Ja. Also ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Der macht mich zum Drogenkurier und ich merke gar nicht, wie ich von ihm ausgenutzt werde. In so einer Situation sind wir. Jetzt kommen wir her und übernehmen, während wir uns dagegen wehren, wir wollen ja alles dekolonisieren, übernehmen wir genau die gleichen Maßstäbe. Schaut euch mal an, wie das konkret bei den Orientalisten läuft. Auch hier wieder. Klammert erstmal Folgendes aus, diese Vorstellung, der Orientalist sei ein bösartiger Mensch mit Tropenhelm. Wenn ihr in die Orientalistik nach Deutschland kommt, ihr werdet keine Tropenhelme sehen. Der wird nicht kommen und sagen, ihr Muslime und ihr bitte setzt euch in die letzte Reihe, ihr seid ja primitive Menschen. Nein, nein, nein. Und der kommt auch nicht her und sagt, der ganze Islam ist von vorne bis hinten erfunden, sondern der kommt her und sagt, also das ist ganz schlimm, diese Islamophobie. Und da müssen wir uns auch als offene, plurale Gesellschaft dafür einsetzen, dass man auch die schönen Seiten der islamischen Kultur würdigt. Ich habe jetzt schon Tränen in den Augen. Schluchz, schluchz, schnief, schnief. Der erste Mensch, der mich als Mensch akzeptiert. Und dann sagt er, islamische Kultur ist ein großes Missverständnis, dass es da immer nur primitive Menschen gegeben habe und immer nur solche Leute, die immer nur so irgendwelche Normen aus dem Koran abgeleitet. Nein, es gab ganz großartige Leute. Es gab einen Ibn Sina. Wissen Sie, wie lange man den Ibn Sina, den Avicenna in Europa hochgeschätzt hat? Bis um 1600. Und der Muslim sitzt dort und sagt, Allah, Allah, wirklich? Dann sind wir ja fast schon so wie die Europäer. Wir haben ihnen was geliefert. Okay, nur bis zum 16. Jahrhundert, aber egal. Was macht ein Orientalist? Schaut mal, der Mann ist nicht böse. Er ist ein Produkt seines Systems. Er schaut sich die islamische Bandbreite an. Da gibt es einen Abu Hanifa, da gibt es einen Schafi, einen Ibn Taymiyyah, einen Rasali, einen Rumi, einen Jahil, einen X, einen Y, einen Ibn Sina, einen Ibn Rushd. Ratet mal, welche Personen er schätzt und welche er nicht schätzt. Es ist doch völlig klar, dass er nur die Leute schätzen kann, deren Gedankengut noch am ehesten in seine Richtung geht. Schafi. Ja, irgend so ein Mann, keine Ahnung, da im 8. Jahrhundert, der hat da irgendwelche Gehirnakrobatik gemacht nach irgendwelchen Hadithen, Ahad-Hadithe, Mutawatir. Warum soll das einen Orientalist interessieren?
Ein anderer Gelehrter hat Koranlesarten gesammelt. Liebe Leute, ob du jetzt Musa oder Muse sagst, wen interessiert das? Aber ein paar waren doch gut unter diesen Muslimen. Und da sind wir jetzt genau dabei. Ibn Khaldun. Weil der hat nämlich die Soziologie gegründet. Und schon freut sich der Muslim. Er weiß zwar nicht, was Soziologie ist. Er braucht auch keine Soziologie. Interessiert ihn auch nicht. Aber er weiß eins. Yeah, wir Muslime haben etwas geliefert. Und damit unterstützen wir genau das Denken. Und wir geben unseren Institutionen, Schulen, Ausbildungsinstituten immer welche Namen? Logisch. Ibn Sina, Ibn Rushd, Averroes, Avicenna, meinetwegen noch Rumi. Also immer die Leute, deren Gedanken noch am ehesten ein bisschen kompatibel zu manchen westlichen Werten sind. Und das ist die größte Manipulation. Jetzt sind wir nämlich aufgenommen worden von jemandem, der uns unterstützt, der sagt, nein, nein, ihr Muslime seid ja gar nicht so schlimm. Und das ist die gefährlichste Manipulationsstrategie. Und dann hast du Muslime, die dann sagen, das allererste, was wir machen müssen, ist heutzutage den Ibn Khaldun wiederbeleben, den Ibn Sina. Fragst du sie aber, deren Gedanken waren teilweise konträr zum Islam. Oh ja. Ach, egal, sprich nicht darüber. Wir sehen das gar nicht mehr, das Konträre. Also ich meine, das tut mir jetzt persönlich natürlich sehr viel weh, weil ich an der Ibn Khaldun-Universität promoviert habe. Genau, ich weiß schon, wen ich hier ärgern kann, ganz offen. Also ich muss jetzt bis morgen weinen, glaube ich, also aus Scham. Aber nein, das ist nicht das. Nee, aber es stimmt ja auch. Ich meine, es ist ja auch nicht so. Ich meine, wer Mukaddima liest, wird sehen, wie zum Beispiel der Ibn Khaldun über bestimmte Völker eigentlich in einer sehr interessanten Paradigma beschrieben hat, so ein bisschen so rassistisch auch gesehen. Also als Finnin habe ich sehr viel mich darüber gefreut, wie er zum Beispiel die Finnen oder überhaupt die nordischen Völker beschrieben hat. Also ich stimme natürlich dir ganz zu, lieber Kerim. Aber ist aber ein eigenes Thema, können wir durchaus mal zum Thema machen, der Ibn Khaldun, damit ist ja nicht gesagt, dass ich das nicht schätze, sein Werk, das ist ja was ganz anderes, ein gigantisches Werk, aber wie wir aufpassen müssen, dass wir aus dem Werk das Sinnvolle rausholen und uns nicht manipulieren lassen. Leute, hört euch mal einen folgenden Satz an, ein Orientalist sagt in einem Vortrag, dieser Ibn Khaldun, der war schon damals ein so aufgeweckter Kopf, der hat nicht alles einfach nur so dogmatisch, so mit Koranversen und so beschrieben, der hat sich auch empirisch vorgewagt, was macht der normale Muslim im Saal? Und da erkennst du, sorry, diesen Menschentyp. Der hat Tränenaugen, yeah, genau. Nicht immer nur so dieses Koran und Sunna. Aber was sagt der da gerade? Das ist doch eine Kritik am Islam. Der Koran, Sunna geben nichts her. Aber wenn der Mensch endlich mal so forscht wie die Europäer, empirisch, dann kommt er zur Wahrheit. Da haben wir das Gefühl, wir sitzen alle im Saal, 99%, mit dieser Haltung. Warum? Weil wir gelobt werden. Wir werden gelobt und wir brauchen nur das als Muslime. Gelobt zu werden von den Kolonialherren und dann ist das Leben sehr schön. Auf jeden Fall. Vielleicht noch was dazu, aber ich will, es gibt wahrscheinlich auch viele Fragen. Genau, es gibt eigentlich, mashallah, sehr viele Fragen. Ich bin ein bisschen sogar überfordert, weil ich versuche immer ein bisschen die Fragen gerade an dem anzuknüpfen, was wir besprechen. Und ich meine, es gab jetzt mehrmals auch die Frage, wie sollten wir eigentlich gegen die Kolonialisierung uns wehren jetzt im 21. Jahrhundert oder wie dem auch sei, ne? Und vielleicht Richtung Ende des Webinars können wir dann schön damit vielleicht schließen. Also behält es noch bei euch im Hinterkopf, dass es diese ganz dringende, ja, also ich glaube, die Teilnehmenden möchten von euch auch ganz konkrete Ideen hören. Wie sollte man sich jetzt als Muslim in der Gesellschaft, in Deutschland oder wo auch immer man lebt, verhalten, damit man nicht an diesem Kolonisierungssystem sozusagen Opfer wird? Ja. Und dann würde ich jetzt eine interessante Frage fragen, und zwar, da sagt einer, meine Frage richtet sich an Dr. Kerim. Sie stellen die Kritik von Muslimen an derzeitige Wissensproduktion in der islamischen Welt mit Kritik an der eigenen Kultur gleich. Dieses Beispiel Maus im Brunnen. Ihre Erklärung ist eine Mischung von dazugehören wollen und von Machtbegierde seitens dieser kritischen Muslime. Ziehen Sie es nicht in Betracht,
dass tatsächlich das sogenannte traditionelle Bildungswesen à la Madrasa einen Makel aufweist, der im Vergleich zur westlichen Wissensproduktion zutage trat, in Klammern, durch das Zusammenprallen mit der Moderne, was auch gerade angesprochen wurde. Ich bin davon überzeugt, dass die islamische Kultur der Welt sehr viel bieten kann, aber ich höre bei Ihnen zu wenig Selbstreflexion, was diesen Punkt anbelangt. Viele große Gelehrte der islamischen Geschichte haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie Wissen annahmen, egal aus welcher Quelle sie kamen, und dadurch die besten Synergien schafften. Ja. Genau. Also naja, darum, das war jetzt eine sehr lange Frage. Ja, darum geht es natürlich. In der Kürze der Zeit ist es halt immer so bei den Argumenten, wenn ich die Sachen sage, die wir ohnehin schon wissen und kennen, dann kommt da wenig raus. Deswegen neige ich ein bisschen dazu, bewusst immer das Gegenteil zu sagen, im Sinne von die Punkte, die wir eher übersehen. Das dürfte völlig klar sein, wenn ich mir diese verschiedenen Wissenssysteme anschaue, dass das ja eigentlich das Hauptproblem ist. Das Problem ist ja in der Zeit, als Sayyid Ali Khan, Sayyid Ahmed Khan, sorry, als der in Indien groß wird und das Ganze erlebt, die islamische Kultur ist ja wirklich an einem Tiefpunkt angekommen. Da ist es, wenn ihr heute euch anschaut, Indien, Pakistan, immer noch katastrophale Zustände teilweise. Aber wenn ihr das anschaut, was da früher gelaufen ist, es ist ja traurig. Ich könnte da nicht leben. Ich bin selbst ein Produkt des absolut westlichen Erziehungssystems. Durch und durch mein islamisches Wissen habe ich mir hier tröpfchenweise angeeignet. Und man kann mir natürlich auch durchaus vorwerfen, dass ich ein bisschen sozusagen die Madrasa-Kultur jetzt ein bisschen romantisiere. Weil ich sie sozusagen auch nicht erlebt habe. Da habt ihr völlig recht. Aber ich wollte bewusst diesen Punkt bringen, weil der eher übersehen wird. Ja? Am Ende, hier habt ihr es genauso politisch, Ende des Kalifats 1918 bis 1923, Istanbul ist besetzt und es bildet sich eine Ingilismohibleri-Jemiyete, der Name ist so klasse, dieses alte Osmanisch noch mit Mohib, also die Liebenden im Sinne von die Anhänger, Freunde, die Gemeinschaft der Freunde Englands, ihr seht das ja auch, Association of the Friends of England in Turkey, bildet sich genau, wo zum ersten Mal das Istanbul nach 500 Jahren von einer westlichen Macht kolonialisiert wird und der Kalif ist quasi Gefangener im eigenen Land, bildet sich dann genau eine Gruppe, die sagt, hallo, also wir sind immer auf eurer Seite gewesen. Ja, es ist natürlich völlig klar, dass es hier um Macht geht und die neuen Strukturen. Wir melden uns als allererstes zu Wort, wenn ihr nach Beamten sucht. Also wir können euch da schon einige Namen nennen, am besten mich selber. Natürlich geht es hier um Macht und da habt ihr es genauso wie in Indien am Ende des Osmanischen Reichs, weil unsere Zustände so katastrophal sind. Zusammengefasst, weil wir unser eigenes Leben, unsere eigene Wirtschaft, unsere eigene Bildung ja nicht mehr aufrechterhalten konnten, weil das teilweise zu einer Karikatur geworden ist, teilweise. Deswegen verstehe ich es, dass viele Leute sagen, dann glaube ich nur in einer absolut, also in einer neuen Weise, dass wir von dem Westen was übernehmen und das bei uns installieren. Aber nochmal, die Frage ist, wir haben ja gesagt, das hält dann wieder, perpetuiert wieder genau diesen Prozess. Der Angehörige von irgendeinem chaotischen Germanenstamm an der Grenze zum Römischen Reich, wenn man dem gesagt hatte, wieso arbeitest du mit Rom zusammen? Ja, schau doch mal diese Verhältnisse hier an. Wir leben hier im Dreck und wir haben nicht mal Straßen und die Menschen sind ungewaschen und haben keine Bäder und haben keine Bildung und sprechen irgendwelche komischen Germanendialekte und da drüben ist die Zivilisation. Also ich möchte euch auf den Punkt hinweisen, dass wir das ja sehen. Europa hat ja so Großartiges geleistet. Aber die Methode ist nicht zu sagen, wir Muslime haben versagt, bei uns gibt's nichts, außer wenn wir uns in dieses Gewand begeben und dann wird alles gut werden, weil das perpetuiert. Und das ist jetzt die große Frage, die der Bruder hier gestellt hat. Wie schaffen wir es nicht zu perpetuieren, kritisch zu sein, ohne jetzt zu sagen, das Ideal liegt in sozusagen alten Zuständen vor 200 Jahren, die katastrophal waren. Ja, Da sind wir uns alle sehr einig, dass wir da nicht zurück wollen. Farid, möchtest du daran anknüpfen? Ja, das ist natürlich die Kürze der Zeit und Kerim hat einen Fokus auf einen bestimmten Argumentationsstrang gelegt
Und dann kann es natürlich so klingen, als würde man sozusagen das eigene irgendwie idealisieren wollen. Aber genau, also ich gehe da voll mit ihm überein, dass er eben sagt, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie sozusagen so eine romantische Vorstellung vom Früheren entwickeln und dann so ganz melancholisch zu sagen, oh, früher war ja alles besser und so weiter und so fort. Da geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, auch mit der eigenen Tradition kritisch umzugehen. Und das wäre dann auch wieder eine Falle des Kolonialismus, in die man tappen kann, dass man eben nicht jetzt zum Modernisten wird, wie Syed Ahmed Khan, sondern im Gegenteil sozusagen zum, ich benutze jetzt mal dieses Wort, auch wenn das ausgelutscht ist, dieses Wort, zum Fundamentalisten wird. Dass man sagt, ah, okay, der Westen will von mir Menschenrechte, der Westen will von mir Demokratie und der Westen will dies und jenes. Und das sind jetzt alles westliche Konzepte und die will ich nicht, weil der Westen ist ja der böse Kolonisator und ich muss nicht gegen den stemmen. Und da mache ich jetzt genau das Gegenprogramm, weil alles, das ist ja westlich. Und da gehe ich jetzt nach Koran und Sunna und mache ein ziemlich simplistisches Modell dann eigentlich. Der Islam wird dann zu einer Ideologie umgestaltet, zu einem Gegensystem gegen den Liberalismus, gegen den Kapitalismus. Und dann sagt man ja, im Islam, da haben wir ja schon die Lösung eigentlich für alles drinnen. Und das ist eigentlich so die Geburtsstunde des sogenannten Islamismus. Der ist eine sehr moderne Bewegung gewesen. Warum ist eine moderne Bewegung der Islamismus? Weil er eben nur zu verstehen ist vor den Bedingungen der kolonialen Fremdherrschaft, die jetzt zum Beispiel vor allem in Ägypten geherrscht haben. Ein Zentrum, wo der Islamismus entstanden ist, wo man eben gesagt hat, okay, der Westen kommt jetzt mit seiner Zivilisation und ich baue jetzt eine Gegenzivilisation auf, gegen den Westen. Und was sind die Ressourcen, an die ich anknüpfen kann? Ah, ich habe den Islam, ich habe da die ganze Tradition des Islams und da mache ich mir jetzt so eine Art Islam-theoretisches System, dass man gegen alles dann, was aus dem Westen kommt, Liberalismus, alle Ideologien, Kapitalismus und so weiter und so fort entgegenstellen kann. Also das wäre dann so ein Gegenprogramm, wo man den Westen verteufelt und sagt und so eine Ideologie dann eben draus macht. Oder aber das geht auch in andere Richtungen, dass man das Kalifat wieder möchte, teilweise ziemlich naiv, ziemlich einfach sozusagen das Alte wieder lebendig machen, ohne sich wirklich kritisch mit der eigenen Tradition auseinanderzusetzen, sondern in erster Linie als Gegenprogramm gegen den Westen. Und das ist, wie gesagt, eine Falle, in die man tritt, weil nämlich dann der Kolonisator wiederkommen kann und sagen kann, ah, schaut mal, hier sind diese sehr simplistischen, fanatischen, religiösen Menschen da im Orient, die sozusagen die Aufklärung noch nicht erreicht haben und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen, kann man sagen, die andere Seite der Medaille. Also was wir brauchen, ist einen kritischen Diskurs über uns selbst, der nicht immer gedacht wird über den europäischen Diskurs, sondern wir müssen über uns selbst, und zwar direkt über uns selbst denken und nicht immer sozusagen das andere, das Gegen, dieses europäische andere immer im Hinterkopf haben, um dann entweder zum Modernisierer werden oder zum anti-westlichen Denker und so weiter und so fort. Genau. Also das ist vielleicht auch ein bisschen in Zusammenhang mit einer anderen Frage aus dem Publikum, wo jemand gefragt hatte, warum müsste man sich überhaupt denn über eine Kultur identifizieren und nicht über die Sunna im Wesentlichen. Aber ich würde jetzt zum Beispiel hier eine vielleicht Polemik ein bisschen auch aufschütteln, und zwar wenn ich als Europäerin, und ich bin eine gebürtige Europäerin, mich nicht über Europa identifizieren kann, denn was denn sonst, weil ich werde mich tatsächlich nicht über irgendwelches Land im Nahen Osten oder im Südostasien oder so identifizieren können, auch wenn dort irgendwelche islamische Tradition angeknüpft sei. Ne? Also in dem Sinne, wenn wir jetzt dann halt darüber sprechen, was ist denn unsere Identität, wenn wir in,
ich nehme jetzt an, die meisten von uns leben irgendwo in Europa. Ich bin zwar in Bosnien, ihr seid in Deutschland, in Österreich, ne, etc. Keine Ahnung, wo die Teilnehmenden gerade sind, aber im großen Teil höchstwahrscheinlich schon, dass man dann sagt, ja, die europäische Kultur oder wir dürften uns gar nicht oder sollten uns gar nicht über Europa oder die Kultur identifizieren, ne? Sondern nur über Sunna. Aber ist es überhaupt möglich? Nein, das also ganz kurz gesagt, das ist nicht möglich. Also der Koran und die Sunna, die sind kein Handbuch für eine Zivilisation oder für den Aufbau einer Kultur und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir auch eine ziemliche kulturelle und zivilisatorische Vielfalt in den letzten 1400 Jahren von Indonesien bis Marokko gehabt. Zu glauben, im Koran und im Sunna sei alles sozusagen auf theoretischer Ebene, Gesellschaft und so weiter und so fort, Politik, Staatsaufbau und so weiter und so fort, bis ins kleinste Detail geklärt. Das ist eben, wie gesagt, diese fundamentalistische Sichtweise, die entstanden ist als Gegenströmung gegen den Kolonialismus. Der Kolonialismus ist gekommen und hat gesagt, ich schaut mal, ich gebe euch den Liberalismus oder den Kapitalismus und so weiter und so fort. Und dann hat man Gegenprogramme entwickeln müssen in ziemlich kurzer Zeit. Und da war halt eben der Islam dann sozusagen immer der Versuch, weil da waren die Ressourcen am stärksten vorhanden. Und da hat man versucht, dann immer so eine Art Gegenideologie aufzubauen, die dann der Islam dann eben eine sehr simplistische Sicht auf den Koran und den Sunna, auf die Sunna letztlich beinhaltet. Aber wenn ich vom Westen rede, dann meine ich natürlich, wir sind jetzt im Kontext hier von Kolonialismus, Neokolonialismus. Wenn ich vom Westen rede, dann rede ich von dem Westen als Kolonialmacht. Ich rede nicht von der westlichen Kultur im Allgemeinen. Die westliche Kultur ist sehr heterogen, sehr verschiedenartig. Es gibt unterschiedliche Strömungen in der westlichen Kultur. Die kann man nicht alle runterbrechen auf Kolonialismus und so weiter und so fort. Also wenn ich vom Westen rede hier, dann nicht, weil ich glaube, es gäbe irgendwie eine Einheit, die wir Westen nennen können, sondern einfach, weil der Kolonialismus, das ist faktisch so, ein westliches Phänomen ist. Und diesen Machtzusammenhang, Kolonialismus, den habe ich jetzt hier subsumiert unter dem Begriff Westen. Aber es ist gut, dass du das gesagt hast, weil nicht, dass das also missverstanden wird. Ja. Hast du dazu noch irgendwas, Kerim, zu dieser? Ja, es ist ein riesiges Thema. Natürlich Kultur und Zivilisation kann man stundenlang diskutieren. Ja. Und wer ehrlich ist und sich selbst befragt als Muslim, wenn er so länger als 10 Jahre schon im Club ist, dann wird er auch selbst zugeben, dass er sich selbst da mehrmals verändert hat. Das ist mal ganz wichtig, dass man das vorausschickt. Also es sind auch teilweise Momentaufnahmen. Ich neige in den letzten Jahren ein bisschen mehr dazu zu sagen, natürlich nicht ausbuchstabiert, da hat der Verdient natürlich völlig recht, dieses im Sinne von Rezeptbuch, wie soll ich mich verhalten, kleiden, in allen Details, nein, da gibt es Grundprinzipien und dann gibt es einen Graubereich, also wir können sagen, so ist es auf jeden Fall, so ist es korrekt, so ist es auf jeden Fall falsch und der Graubereich dazwischen ist vielleicht sogar 99% und nicht nur ein ganz kleiner, sondern ein riesiger Bereich. Das könnt ihr zum Beispiel sehr schön sehen bei den Moscheen, was gibt der Koran, die Sunna für eine Moschee her? Dann schaut man ganz konkret die Prophetenmoschee in Medina an. Eine Mauer und Sandboden. Ach ja, doch, es gab hier ein dreistöckiges, kleines, erhöhtes Podest, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Mimbar hatte oder seine Predigt dann gehalten hat. Und selbst da vom Pfarrer her zu sagen, heißt es, wir brauchen unbedingt drei Stufen, brauchen wir unbedingt ein Podest? Nein, überhaupt nicht. Muss der unbedingt auf der rechten Seite vom Mihrab stehen? Nein, alles nicht. Das heißt, die Moschee gibt eine unglaubliche Flexibilität her. Und trotzdem werden wir sagen, dort, wo wir, das ist etwas sehr Schwieriges, man kann das nicht mehr so mit richtig und falsch beantworten, werden wir sagen, wir haben alle ein Gefühl dafür, dass wir sagen, die und die und die und die Moscheen, sie sind stark von einem islamischen Grundverständnis geprägt. Die islamische Ontologie, wie man über Allah spricht, wie man diese Welt sieht, spiegelt sich in diesen Moscheen.
Dafür haben sie natürlich Kulturelemente genommen, die sie vorgefunden haben, doch nicht aus dem Nichts erfunden. Die Muslime kommen nach Syrien, Irak, Ägypten, finden dort Kirchen, Moscheen, Synagogen, Tempel und nehmen das, haben das aber umgeformt, dass es einigermaßen zu einem islamischen Verständnis passt. Und wo der Mensch ist, gibt es immer nur ein einigermaßen. Das kann man darüber diskutieren, kann sagen, naja, aber diese Moscheen, ist ja ganz schön, dass wir das mit diesen Blumenrabatten und so macht und diesen ganzen Fayencen, aber das ist doch extrem schon verschwenderisch. Da würde ich ein bisschen runterschrauben. Ja, kannst du auch sagen, ist völlig legitim. Und der andere sagt, nein, aber durch schöne Moscheen versuchen wir den Menschen die Schönheit der Schöpfung Allahs und seiner Ayat klarzumachen. Und ich möchte doch auch, dass die Muslime reinkommen in eine große Prachtmoschee und einen Stolz auf die islamische Kultur empfinden, damit sie dazu gebracht werden, islamischer zu leben. Es gibt eine riesige Bandbreite. Aber was nicht geht in der islamischen Kultur ist, jetzt werde ich, muss wieder was Polemisches sagen, dass wir sagen, was müssen wir machen, damit die anderen uns respektieren? Das ist der Unterschied. Und jetzt kommen wir zu gewissen Moscheebauten in Deutschland. Ich bleibe da mal ganz oberflächlich. Ja, aber wenn wir das so machen, dann werden sie sagen so und so. Und wenn wir so machen, werden sie sagen so und so. Liebe Leute, da haben wir uns schon längst wieder in diese Rolle begeben. Nein, nein, ich mache das ja nur, damit sie ein gutes Bild von Islam haben. Nein, aber das, so geht das nicht. Und dann geht's los mit diesen berühmten Sprüchen über, sollten wir nicht Moscheen jetzt im Fachwerkstil bauen? Da wird dann schnell so ein Argument gezaubert wie, überall haben doch die Muslime immer das gemacht, was sie in ihrer jeweiligen Kultur vorgefunden haben. Das behaupte ich, stimmt nicht. Das stimmt nicht. Die Muslime haben nicht gesagt, wir müssen immer so handeln, wie wir gerade es gewohnt sind, nachdem sie Gebiet A, B, C erobert haben oder nachdem sich der Islam so ausgebreitet hat. Weil immer eine Mischung aus etwas, was sie aus ihren anderen Ländern gelernt hatten und man schaut eben, was man machen kann. Wenn ich herkomme und sage, nein, wir Muslime müssen Fachwerkmoscheen bauen, damit wir diesen Leuten zeigen, dass wir dazugehören, dann haben wir uns richtig in diese Lage der Sapeur begeben, weil kein Christ baut Fachwerkkathedralen und keine Uni baut Fachwerkunis und keine Bank baut die Banken im Stile des Fachwerks, weil sie sagen, ja, die Deutsche Bank, nicht, dass die Leute denken, wir würden so, dann wollen wir mal zeigen. Die bauen, wie sie wollen, nach ihren eigenen Prinzipien. Aber wir Muslime müssen gefälligst irgendwelche Fiktionen annehmen von wegen Deutschland, Hänsel und Gretel, Lebkuchenhaus, Fachwerk, Grimms Märchen. Da haben wir uns richtig kolonialisiert. Also das empfehle ich keinem. Was heißt das jetzt? Ach so, Karim, der propagiert hier die großen Bauprojekte aus der Türkei und Ägypten, die sagen, wir pflanzen hier eine riesige Moschee mit 28 Minaretten hin. Habe ich auch nicht gesagt. Ja, wo jetzt? Irgendwo dazwischen. Und das kann ich euch nicht beantworten. Ja, ich wollte auch sagen, wir müssen ja uns irgendwo in der Mitte finden. Wir sind ja Menschen, also wir sind ja eine Umma von der Mitte. Also at the end of the day, also am Ende des Tages sollten wir ja eine Oma von der Mitte sein. Und das mit dem Lebkuchenhaus hat mich jetzt natürlich sehr ein bisschen amüsiert, weil es gerade heute doch Weihnachtsabend ist. Aber naja. Ach ja, fällt mir gerade ein. Ja, vielleicht hat ja eben, ne? Haben wir vergessen, oder? In dieser großen Diskussion, die wir hier führen über Kolonialismus und andere wichtige Themen. Es gab hier noch eine Frage und danach können wir eigentlich langsam Schluss machen. Ja gut, also eigentlich ist das keine Frage, sondern ein Kommentar. Also was müssen wir machen? Question, also Fragezeichen, Doppelpunkt, authentisch sein. Also was heißt hier jetzt am Ende des Tages authentisch sein? Also wie können wir sagen, dass diese Herrschaften hier auf dem Foto, Kerim, wo du gehabt hast, diese fünf Männer, warum sind sie nicht authentisch? Sind wir authentisch? Können kolonialisierte Menschen authentisch sein? Und wenn sie authentisch sein wollen, können sie das schaffen? Ja, ne? Also das war ja die Frage, die ich auch vorhin kurz gestellt hatte. Was machen wir jetzt eigentlich mit dieser ganzen, mit dem ganzen Kolonialismus und wie kommen wir weiter? Verdient, machst du? Okay, dann beginne ich. Also, wie gesagt, das Ganze ist
Da gibt es jetzt nicht irgendwie Punkt 1, 2, 3, was man da machen kann, so schnell das Rezept, um sozusagen sich aus dem Kolonialismus oder aus den kolonialen Denkmustern zu befreien, sondern das ist eine Form des Dschihad. Also es ist eine richtig anstrengende Sache, mal sich so dermaßen zu hinterfragen, die Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen, die man mitbekommen hat, einfach sozusagen mit der Muttermilch, wenn man hier sozialisiert worden ist, wenn man hier aufgewachsen ist, hat man einfach gute Vorstellungen von der Welt, wie die Welt funktioniert, und man hinterfragt die nicht. Und das aber zu machen, das wäre der erste Punkt, um diesen geistigen, um sich aus dem geistigen Kolonialismus zu befreien. Also ein Beispiel wäre, man müsste mal hinterfragen, was für eine Rolle spielt eigentlich der Nationalstaat in der Art und Weise, wie der Islam sich verändert hat in den letzten 200 Jahren. Die Scharia hat immer in einem sehr flexiblen Art und Weise gewirkt, in einem Setting, wo der oberste Herrscher, der Kalif, der Sultan oder wer auch immer, nur sehr begrenzte Machtmittel hatte, um die Gesellschaft in seinem großen Reich wirklich zu kontrollieren. Vielleicht in den größeren Städten, aber schon in den kleineren Städten, ländlichen Regionen hatte er diese Macht nicht. Und das in diesem Setting hat sich die Scharia entwickelt und war sie lebensfähig. Und dann kam der Nationalstaat und hat die Scharia eigentlich, sozusagen, das ist eigentlich nur noch eine Leiche oder ein ziemlich abgestorbenes, sozusagen im Endstadium befindlich, hat die Scharia hier vielleicht beim Familienrecht ein bisschen, hier vielleicht beim Erbrecht ein bisschen und so weiter fort herangezogen, aber in vielerlei anderer Hinsicht dann eben zum Beispiel italienisches Recht, britisches Recht, französisches Recht und so weiter und so fort. Und dieser Nationalstaat, der definiert jetzt von oben herab durch die Instrumente, die der hat, zum Beispiel die Schule, die Universität und so weiter und so fort, definiert der, was ist eigentlich das richtige Islamverständnis. Saudi-Arabien wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Und wie hat diese Veränderung von einem Nicht-Nationalstaat, wie wir es in Form, also ein Reich, wie wir es in der Vormoderne hatten, hin zu einem Nationalstaat, wie hat das eigentlich auf unser Islamverständnis gewirkt, wie hat sich das auf die Scharia ausgewirkt und was kann ich davon lernen für mein eigenes Islamverständnis, so dass ich nicht eben in diese Falle des Modernisierers oder des Fundamentalisten am Schluss tappe, dass ich nicht so wie der Ahmad Khan das ganz toll finde alles, was hier passiert ist, aber auch nicht wie jemand, der dann sozusagen sagt, wir müssen wieder zurück zum Kieler, zur Khilafa oder zum Kalifat und so weiter und so fort. Wir müssen das machen, was die Leute vor dem Kolonialismus gemacht haben. Wie kann ich jetzt darüber nachdenken, kritisch auch mit Blick auf meine eigene Tradition, wie ich hier ein islamisches Verständnis generieren kann von unserer Situation heute. Das ist eigentlich das Wichtigste und da gibt es so viele Fallstellen, in die man treten kann. Aber das wäre antikoloniales Denken. Und das ist absolut schwierig. Das ist ein Dschihad. Das braucht viel Zeit, viel Mühe, viel Anstrengung. Da kann man nicht, wir müssen unsere eigene Lage verstehen. Wir müssen verstehen, was ist mit uns eigentlich in den letzten 200 Jahren passiert mit den Muslimen. Warum sind wir dort, wo wir gerade sind? Und wie gesagt, da gibt es so viele Möglichkeiten, falsch abzubiegen. Und dann letztlich doch wieder das kolonialistische Narrativ zu stärken und zu reproduzieren, zu stabilisieren und da immer wieder kritisch sich zu hinterfragen und Wissen anzueignen. Das ist eine der wichtigsten Dschihad-Typen, die wir heute haben und worauf sich der Dschihad heute beziehen kann. Also es ist leider keine, also aus meiner Sicht es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage. Kerem? Ja, danke schön, Farid. Da sprichst du mir wirklich aus der Seele, wie du es gesagt hast. Es ist eine lange Sache. Wenn ich sage jetzt, wie können wir mal schnell in 5 Minuten authentisch werden, dann werden wir selber sagen, das ist ja lächerlich. Okay, dann machen wir mal in einem 3-Tages-Kurs und dann werden wir selber sagen, das kann ja wohl nicht sein. Authentisch werden ist eine lebenslange Aufgabe.
an der ich ständig scheitern kann. Ich kann sein, dass ich sage, ich bin authentisch geworden, aber letztendlich habe ich doch wieder indirekt die Wertmaßstäbe von anderen angenommen. Ich würde nochmal versuchen, den Weg von innen zu gehen, damit wir etwas eigenständig Islamisches haben. Das gehört nämlich genau dazu, dass wir sagen, wenn wir schon Soziologie, Politologie, Philosophie betreiben, dass wir immer auch Dinge einbeziehen, die über diese Welt hinausgreifen, die nämlich genau das islamische Weltbild widerspiegeln, das nicht nur Alemusha'ada ist, das Sichtbare, Bezeugbare, sondern Alemul-Raib. Also ganz tief im Herzen muss die Kaaba sein, ja, im Sinne von der Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Und die Kaaba in ihrem eigentlichen Sinne ist ein Haus, eine Mauer, erbaut in einem, wie Ibrahim a.s. sagt, fi wadin raydi di zara im Koran, und ich habe dieses Haus errichtet in einem Wadi, in einem Tal ohne Vegetation, also genau weg davon. Und Ibrahim zeigt in seinem ganzen Leben, er hat nicht gesagt, wie muss ich handeln, damit die Leute mich akzeptieren, sondern wie muss ich handeln, damit Allah mich akzeptiert, damit er mit mir zufrieden ist. Und die Leute haben ihm sicherlich gesagt, schau mal, Ibrahim, das mit deiner Religion ist ja gar nicht mal so schlecht, aber könntest du, schau mal, wenn du weggehst aus dem Irak, ich meine, dein Vater ist doch ein wichtiger Bürger hier, gut, der verdient sein Geld durch Götzen bauen, aber wenn du hier bist, dann könntest du doch eigentlich mehr Anhänger gewinnen. Die Leute haben sicherlich solche Tipps gegeben und er sagt sich, ist mir egal. Das ist natürlich ein Reinbild, das wir nicht erreichen können, aber dem wir zumindest insgesamt nacheifern sollten. Immer dort, wo wir unabhängige Menschen haben, geistig unabhängig, bildet sich um diese Menschen so ganz eigenartig so, es ist so ein Punkt wie eine Kaaba. Schaut euch an, in der Sira, als der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam dann endlich die Entscheidung getroffen hatte, ich weiß nicht, wie lange er das schon in seinem Herzen hatte, und als die Muslime sich überwunden hatten, die Hijra zu machen, und ich rede nicht davon, dass wir sagen, wir wandern aus, ihr wisst schon, um was es geht, diese Unabhängigkeit, ging alles sehr schnell. Dann hast du einen Punkt, eine Moschee, und die Menschen suchen nach dieser Sicherheit und Innerlichkeit. Das heißt, wo wir sind, müssen wir uns jedes Mal fragen, immer wenn wir zwei Wege haben, den Weg der Abhängigkeit, aber des schnellen Erfolgs, und den Weg der Unabhängigkeit und des mangelnden Erfolgs vielleicht, dann müssen wir uns entscheiden, wo wir hingehen. Weil letztendlich, wenn wir sagen, nein, wir müssen da rein und die Institutionen, Muslime brauchen immer, müssen immer stark sein, kommt wieder diese Abhängigkeit. So Sätze, die ihr immer wieder von Muslimen hört. Ja, egal was, wir müssen im Diskurs bleiben. Egal was, wir müssen im Diskurs bleiben. Das spricht für mich aus der Seele ein armer, kleiner, geschädigter Gastarbeiter, so wie ich. Ich bin nämlich aus dieser Generation, der sagt, endlich mal hören mir Leute zu, die mir nicht gleich sagen, du Terrorist, raus. Da kann ich sitzen und da ist es so wunderbar und dann haben mich Leute eingeladen und ich darf da auch mal über LGBT im Islam reden und Frauenrechte im Islam. Hauptsache, ich bin dabei. Da kommt ein wimmernder, winselnder, kolonialisierter, der sagt, das ist das Allerwichtigste. Ich möchte drin bleiben. Und egal was, und der ganze garniert das natürlich dann schön, ja, man muss dann mit den anderen Leuten sprechen. Nein, du musst nicht immer im Diskurs bleiben. Wo bleibt dann die Dauer? Keine Sorge, die Dauer breitet sich aus. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Du musst unabhängig und würdevoll auftreten. Das bedeutet, wo kannst du das ausführen in deinem Leben? Im Arbeitsleben, in deiner Wahl deiner Gemeinschaften, wenn du dann in einer Gemeinschaft bist und nach einiger Zeit, wenn die Gemeinschaft reich wird, geben sich dann immer diese beiden Wege. So, jetzt können wir uns ein neues Gebäude leisten, weil wir so brav gearbeitet haben, und schon kommt die Fitna. Eher groß nach den Maßstäben der anderen in Kooperation mit X und Y. Übrigens, da wären wir auch ein richtiges Vorbild für die anderen. Also wir würden da den Muslimen ein gutes Vorbild sein. Und wir würden auch zeigen, dass wir ein bisschen anders sind. Merkt ihr denn nicht, wie das trieft vor unislamischen Werten? Ja, ich möchte hier so etwas Neues, was ganz Besonderes, was dialogorientiertes, einen offenen, besonderen Islam. Dann kriegst du ein tolles, großes Gebäude, aber bist eine faule Frucht. Ja, heißt es, wir sollen irgendwo in der Hinterhofmoschee sein? Ich weiß, davor haben wir alle panische Angst, dass wir wieder in der Hinterhofmoschee landen. Wo wir aber nach einer geistigen Unabhängigkeit streben und möglichst versuchen, bei unserer Institutionenbildung auf möglichste Unabhängigkeit zu achten. Ich habe nicht gesagt auf vollständige, es wird nicht gehen. Wo der Mensch ist, gibt es Abhängigkeiten. Aber möglichst unabhängig, da entsteht Segen und da kommt eine ganz andere Pflanze, die auch eine ganz andere Wirkung entfaltet. Dazu muss aber gehören, dass ich nicht diese Früchte gleich ernten will. Wenn ich sage, nein, und ich werde die bald ernten, lieber mache ich Kompromisse mit dem Islam,
aber ich werde doch nicht auf die Früchte verzichten, dann hättern wir uns wieder in der Kolonialisierungsmentalität. Denn hinter den ganzen großen Kolonisatoren steckt natürlich der ganz große Kolonisator, den ihr ja auch alle kennt. Der beginnt mit dem SCH und endet auf Eipan. Der will die Menschen kolonialisieren und will sie versklaven und zu sich rüberziehen, damit wir seine Instrumente werden, nur damit er sein Ego befriedigen kann. Und auf den sollten wir eigentlich nicht hereinfallen. Genau. Das ist, denke ich mal, ein sehr guter Schluss für dieses Webinar. Und diese Antwort, denke ich mal, passt in unterschiedlichen Kontexten rein, wenn es um Kolonialismus geht, wenn es um Zerstörungspolitik geht, wo wir Fragen hatten oder auch dieses intellektuelle Kolonialismus und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir jedes Individuum irgendwo schon auch eine Mitschuld tragen und eine Mikrobeteiligung haben, und dagegen sollten wir ständig natürlich uns bemühen zu kämpfen. Ja, also somit sind wir eigentlich jetzt fertig mit diesem Webinar, und meinerseits, ich bedanke mich sehr herzlich die Vortragenden erstmal und für diese sehr interessante Diskussion. Und wir sind zum Beispiel noch gar nicht darauf eingegangen, wie es überhaupt ausschaut, wenn Kolonialismus mit purer Gewalt durchgesetzt wird, und wie kann man dann dort sich überhaupt wehren. Also wir sind eher so die ganze Zeit auf einer Ebene des intellektuellen Kolonialismus, zumindest aus meiner Sicht, geblieben. Und ich denke, da ist auch ein sehr großer, es spielt auch eine sehr große Rolle, die Gewalt an sich, und wie können die Menschen sich überhaupt wehren, wenn es um solche Situationen geht. Aber das ist natürlich ein Thema für einen anderen Tag. Und vielen Dank an die Teilnehmenden und an alle, die Fragen gestellt haben. Ich konnte natürlich nicht alle Fragen durchgehen, weil wir sind in Zeitnot, auch wenn das hier 2,5 Stunden gedauert hat. Aber mashallah, die Fragen waren sehr, es waren sehr viele Fragen und sehr gute Fragen. Und ich habe zu teils auch versucht, sie ein bisschen zusammenzufassen und zu schauen, wo sind unterschiedliche Sachen gefragt und welche Fragen waren eher so halt auf ein bestimmtes Ziel gerichtet und hatten diese Gemeinsamkeit. Möchtet ihr noch irgendwas abschließend sagen, Farid oder Kerim? Ja, ich kann nur Danke sagen. Erstmal herzlichen Dank an die Organisatoren und vor allem Linda, du hast es sehr, sehr gut gehalten mit der Moderation. Ich sehe im Chat, sehe ich jetzt ganz am Schluss ein paar Fragen. Manche meinen, dass ihre Fragen nicht ganz dran gekommen sind. Das kennt ihr, das ist immer so. Und dass natürlich auch Linda vor allem die Fragen dran nimmt, die auch beantwortbar sind. Manchmal sind sie nicht so gleich beantwortbar. Man müsste einen riesigen Exkurs vorschalten. Also die hat eine immense Arbeit gemacht und das ist einfach klasse. Und zum Diskutieren gehört auch, dass man nie alles vollständig ausdiskutiert. Es ist nur wirklich ein kleiner Beginn. Es wäre schön, wenn sich sowas institutionalisiert unter den Muslimen. Wenn man mal sagen könnte, machen wir mal einen Kurs, damit wir erstmal wissen, was ist die Geschichte des britischen Kolonialreichs. Wir können hier immer hier nur anknüpfen, aber die meisten sagen, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wann war das und wie ist das gelaufen. Ihr stellt euch vor, wir Muslime hätten solche Kurse und könnten sagen, die Geschichte haben wir jetzt mal in einem Kurs abgehalten und jetzt wird darüber diskutiert, was das ist. Es sind so viele Themen, wo die Zeit nicht reicht und das immer nur in kurzen Diskussionen. Okay, besser als nichts, aber denkt auch an langfristige Konzepte. Das kann ich immer nur allen sagen, dass wir unsere Wissensproduktion so aufbereiten. Und herzlichen Dank an Bruder Farid, der das auch sehr, sehr gut erklärt hat, dieses ganze Politische, was mir auch nicht klar gewesen ist. Jazakumullah khairan. Ich kann mich dann nur anschließen an Kerim. Und also es war sehr spannend, sehr bereichernd. Und wenn irgendwo eine Frage direkt an mich vielleicht noch gestellt worden sein wollte, sozusagen, aber nicht drangekommen ist, man kann es auch nochmal über E-Mail klären. Kann ich auch gerne antworten dann über E-Mail. Vielen Dank nochmal an die ganzen Organisatoren und an Kerim auch. Danke. Bleibt mal rein und alles Gute euch. Vielen Dank. Also dann an alle, schönen Abend noch, eine schöne kommende Woche und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam.